Der heutige Nachmittag und der Abend hier im Willy-Münzenberg-Saal stehen unter dem Titel Am Herrschaftsknoten ansetzen. Ich möchte Sie und euch im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr herzlich zu diesem besonderen Ereignis begrüßen. Mein Name ist Constanze Kriese. Ich werde Sie und euch anstelle von Evelyn Wittich weitgehend durch den Nachmittag und durch den Abend begleiten. Und die Grippewelle hat leider auch verhindert, dass Dagmar Enkelmann, die Vorsitzende der Stiftung, heute hier zur Eröffnung sprechen kann. Wir beginnen. Das Symposium am Herrschaftsknoten ansetzen hat einen beeindruckenden Anlass. Es ist der 75. Geburtstag einer ungewöhnlichen Frau, Feministin, Wissenschaftlerin, Verlegerin, Krimi-Autorin, Hochschullehrerin, Freundin und Genossin. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, Frigga Hau. Sie hat den Geburtstag am 28. November gefeiert. Doch es ist nahezu genial, dass wir unser Symposium so kurz nach dem Internationalen Frauentag veranstalten. Denn in der vergangenen Woche wurde Frigga Haug mit dem Clara-Zetkin-Preis der Partei Die Linke ausgezeichnet, so schon mal zwischendurch für ihr Lebenswerk. Auch dazu können wir herzlich gratulieren. Das Symposium ist den vielfachen und vielschichtigen Anregungen Frigga Haugs innerhalb feministischer Theoriebildung und ihrem Wirken für geschlechtergerechte Politik gewidmet. Dazu kommen wir heute in den Dialog. Der offenen Fragen, wir wissen es alle, gibt es genug. Mir ist hier innerhalb der eröffneten Worte wichtig, auf die langjährige Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu verweisen. Frigga Haug ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates, darauf ist die Stiftung wirklich stolz. Seit 1999 schon gibt es die Zusammenarbeit bei der Erarbeitung des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus. Frigga Haug hat als Autorin in vielen Publikationen der Stiftung kritische Unruhe, Aufklärung und fortgesetzten Dialog zu einer feministischen Linken angeregt und verbreitet. In vielen Veranstaltungen, in Konferenzen war sie überzeugend, provozierte neue Fragen und mischte sich ein. Und einmal muss es auch ausgesprochen werden. Sie hat so einen vereinnahmenden Charme, wenn sie spricht und argumentiert. Ihre Nebensätze katapultiert sie durch liebevolle Pausen in die Position von Hauptsätzen. Da gibt es schon eine seltsame Kongruenz von Inhalt und Form in der Art zu erzählen und zu illustrieren. Ihre sanfte erzählerische Ironie erinnert mich häufig an die Inschrift auf dem Gedenkstein für Sigmund Freud in Wien. Die Sprache des Intellekts ist leise. Als sie sich 2007 beherzt in die Programmdebatte der Linken einmischte, begann Frigga Haug auf der dritten Bundesfrauenkonferenz in Leipzig vor 3 Jahren ihre Kritiken an den Leerstellen des damaligen Entwurfs mit folgendem Bild. Es ist dieser Irrglaube, dass wir Frauen dieselben guten Plätze auf der Titanic wollen, die Männer heute noch innehaben. Wir wollen die ganze Gesellschaft verändern. Wie machen wir das? Am Herrschaftsknoten ansetzen, dazu werden wir uns heute, wir wissen es alle, nicht voraussetzungslos verständigen. Ich möchte an dieser Stelle einen organisatorischen Hinweis geben, sozusagen zu Beginn dieses langen und, also ich bin jetzt schon unheimlich neugierig und auch aufgeregt, dieses Symposiums. Ein Hinweis, die Stiftung ist angehalten, mit qualitativen Befragungen ihre Arbeit zu evaluieren. Wir haben draußen, da ist aber das Schöne, dass daneben viele, viele wunderbare Bücher liegen, die man auch erwerben kann, einen Fragebogen liegen und wir wären sehr dankbar, wenn Sie und wenn ihr das ausfüllen könntet. Unser erster Punkt an diesem Nachmittag sind Fotos aus den letzten 75 Jahren, kommentiert von Wolfgang Fritz Haug. Wolfgang Fritz Haug hat Generationen von Studentinnen und Studenten den Unterschied zwischen einem Pflanzenbestimmungsbuch und dem Kapital nahegebracht.
auch ich gehörte dazu, obwohl ich die Vorlesung zur Einführung ins Kapital an der Humboldt-Universität Kulturwissenschaft studierend damals nur lesen konnte. Er hat Gramsci quer und neu gelesen und editiert, die Feuerbach-Thesen weiter diskutiert, mit Frigga das Argument begründet, Wolfgang Fritz Haukes Gründungsvorsitzender des Berliner Instituts für kritische Theorie, die Vorsitzende ist Frigga, und arbeitet im wissenschaftlichen Beirat von Attac mit. Einen genaueren Kommentator von den Bildern, hinter den Bildern, können wir hier, glaube ich, nicht haben. Fotos aus den letzten 75 Jahren. Natürlich, wenn ich dieses Bild hier kommentieren soll, da könnte ich genau werden in der zur Verfügung stehenden Zeit. Obwohl es darüber viel Uneinigkeit gibt, es wäre das nichts. Man weiß noch nicht, ist es der Nebel, aus dem es dann auftauchen wird, die Schöpfung. Oder ist es schon der Bevorstand? Ja. Also, dazu muss man wirklich die Legende wissen von diesem Bild, was die Zweijährige zeigt. Wo habe ich eigentlich meinen Zettel? Hier. Sie hat nämlich gerade ein Gerät kaputt gemacht und dieses Gerät trägt den symbolischen, weiterdeutenden Namen His Master's Voice. So fängt alles an. His Master's Voice ist kaputt. Und da sieht man gleich, wie es weitergeht. Das war ein großer Sprung. Und noch hat sie das Bild des Vaters an der Wand hinter sich. Im Rücken, aber es ist schon eine Frauenverschwörung. His Master's Voice ist kaputt, gestört, der Vater ist tot. Und die Geschichte nimmt jetzt ihren Lauf. In diesem Kleid mit Fischchen drauf habe ich sie kennengelernt, oder sie mich. Ich war mit ihrer Schwester befreundet. Die war Zulassungsreferentin an der FU in Berlin. Und ich glaube, über den Link haben wir uns getroffen zum ersten Mal. Und zwar im Jahr 1958. So, und ein paar Jahre später war dann schon das, woraus eine der heutigen Referentinnen dann geworden ist, dazugekommen. Das hatte Frigga mitgebracht in die Ehe. Und da sieht man... Ich glaube, ich bin jetzt Assistent für Philosophie und Frigga hat wieder das Studium aufgenommen und bereitet gerade ihre Arbeit Kritik der Rollentheorie vor. Die Referentin, die wird sich nachher vorstellen, man wird sie auch irgendwie wiedererkennen können. Glaube ich, das Haar ist inzwischen sehr hellblond. Aber der Blick ist noch gleich und das ist Ilse Laudern. So, und jetzt sind wir einen großen Sprung, Zeitsprung. Wieder, man sieht hier diese Frauenlinie komplett. Das ist der 50. Geburtstag von Frigga. Dahinter sitzt ihre Mutter, die leider schon tot ist. Und ich dachte eigentlich, die Ilse wäre auch drauf. Aber ich finde sie nicht. Und die anderen lasse ich jetzt mal, erkläre ich nicht. Das sind alles gute Freunde. Ich glaube, ganz hinten sieht man den späteren Landesvorsitzenden des DGB sitzen. Der sitzt da vor dieser Art Kamin. So, und jetzt zu ihren Aktivitätszweigen. Das ist die Redakteurin und Verlegerin. Das ist nämlich die Argumentredaktion, müsste so um 1984 gewesen sein. Einige sind jetzt hier. Ich glaube, ich habe den, der hier rechts außen ist, meine ich vorhin gesehen zu haben. Und ich meine auch gesehen zu haben, wo ist Christoph? Christoph, wo bist du?
Das ist Christoph, der mit dem... Das tut jetzt leider, glaube ich, nicht. Oder? Habe ich das falsch rum? Ja, den habe ich gedrückt. Ah, da ist er. Das ist Gerhard Zimmer. Wer ist denn noch da? Sibylle ist tot. Nun schön. So, das ist also jetzt ein Fluch in einem Leben, wenn man eine solche Zeitschrift herausgibt. Weil die hat einen im Griff und verschlingt ungeheuer viel Lebenszeit und Lebenskraft. Ich weiß, wovon ich rede. Und dabei blieb es aber nicht, sondern Frigga hat alsbald eine autonome Frauenredaktion ins Leben gerufen. Die hatte im Laufe der Jahre, ich weiß nicht wie viele Mitglieder, also wenn man die alle mal zusammenzählen würde, die 28 zu dem Zeitpunkt. Und zwar, das war der Zeitpunkt nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik und mit einem Ruck auch Frauen aus der, es gab eine Art Frauenaufbruchbewegung auch mit in die Redaktion kam. Und es gab auch gemeinsame Veröffentlichungen dann. Das hat sich dann später leider wieder zerstreut. Und jetzt springen wir in die Gegenwart, das ist der Argumentverlag. Da hat sich ein Mann drunter verirrt, der ist jetzt auch hier, Martin Grundmann. Und sonst seht ihr die Else, die vorhin noch ganz, die Haare waren doch ein bisschen anders. Und diese beiden hier, die sind jetzt auf der Leipziger Messe, glaube ich, oder? Richtig. Können nicht da sein, die ist auch auf der Messe, sonst wären sie natürlich alle. Das ist natürlich in Hamburg, das hütet den Verlag. Alle hier. Achso, die hütet den Verlag in Hamburg, ja genau. Ja. So, das war das Aktionsfeld Zeitschrift und Verlag. Jetzt kommt die Hochschullehrerin und da muss man wissen, das ist, was ihr hier seht, ist Forschung. Ja, man muss an allen möglichen Stellen forschen. Ihr dürft das nicht unterschätzen, geforscht wird an unwahrscheinlichen Stellen. Frigga hat es zur Assistentin gebracht bei Klaus Holzkamp am Institut für Psychologie der Freien Universität und dort hat sie alsbald im Nachhall des Sputnik-Schocks, als die Bildungsforschung nach oben kam, das Projekt Automation und Qualifikation gegründet und über 10 Jahre sind einige Mitglieder jetzt hier. Forscht 10 Bücher oder wie viele es sind, haben sie veröffentlicht. Die liegen auch irgendwo da draußen zum Ansehen. Sie haben untersucht Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Hier ist die Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim. Die hat nämlich Automatisierung damals ausprobiert und das den Bauern beigebracht. Dann kommt eine Kokerei, Mineralölverarbeitung, chemische Industrie, Eisen- und Stahlerzeugung, Tempergießerei, Stein und Erden, Feinkeramik, Papiererzeugung, Holzverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Elektrotechnik, Elektrizitätsversorgung, Maschinenbau, Büromaschinen, Feinmechanik, Straßenbaufahrzeug und Kraftwerk in Berlin, glaube ich, habt ihr besucht. Und es geht immer weiter, Luftfahrzeugbau, Textilindustrie, Stahlbau, Bekleidungsindustrie, Brauereien, da erinnere ich mich auch noch, Zuckerindustrie, Tabakverarbeitung, Handel, Gebietskörperschaften, Sozialverbände. Also ihr seht, das war wirklich eine riesige Forschung. Gegen die Behauptung, es gibt das gar nicht in der Bundesrepublik, ist praktisch der Aufstieg, der Siegeszug der Automation in allen Branchen der Wirtschaft und der Verwaltung erforscht worden in der Zeit. Und das war eben die Landwirtschaft. Und jetzt seht ihr gleich noch ein bisschen mehr, nämlich die ganze Forschungsgruppe, auch in Schloss Rauchholz. Rauisch-Holzhausen, ja gut, ist es noch, wo eben die landwirtschaftliche Abteilung dieser Hochschule untergebracht ist. Ich weiß nicht, ob jetzt noch. Und wer ist denn alles noch hier? Ist noch irgendjemand da, der noch nicht gezeigt hat? Na, dann gehen wir mal weiter. Also, jetzt aber ist sie dann von Berlin weggekommen an die Hochschule für Wirtschaft und Politik. Das war ursprünglich eine Gewerkschaftshochschule, auf der musste man kein Abitur haben, man musste aber Berufserfahrung mitbringen und ich glaube, so war es doch. Ne? Und konnte dann auch im Studium am Schluss sogar, glaube ich, promovieren. Also ganz am Schluss. Die Hochschule haben sie inzwischen im Zuge von alledem abgewickelt. Das gehört mit zu den vielen Verbrechen, die
in den letzten Jahrzehnten begangen worden sind. Und das ist Ihre Klasse, mit der Sie da den Abschluss feiert. Das Projekt hieß Arbeitsweise und Lebensweise. Und es ist auch ein Thema, was ganz symbolisch für die ganze Forschungsrichtung steht. So, jetzt wandern wir zu einem nächsten Aktionsfeld, der Volksuniversität. Und zwar gleich mal zur ersten. Und das war eine historische Veranstaltung. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn das jetzt hier wäre, würden die Leute auf dem Fenstersims sitzen, es wäre hier alles voll am Boden, das ganze Podium säße voll, es wäre 80% Frauen, aber auch einige Männer. Und das Thema ist Frauen, Täter oder Opfer. Das hat beschäftigt international dann Debatten bis eigentlich in die Gegenwart. Das war wirklich ein maßstabsetzende Veranstaltung. Pardon? So, jetzt... Ja, ich habe Uschi noch nicht gesehen. Das wäre Uschi Blankenburg hier. Und Ilse ist, glaube ich, das hier. Ja, wunderbar. So, und dann rasch noch ein Blick auf die erste Volksuni nach der Öffnung der Mauer. Im Zeichen der Perestroika, nur kurz, damit man sieht, das ist weitergegangen. Die war dann in der Humboldt-Universität. Wir wurden danach nach und nach aus allen Universitäten rausgeekelt. Aus der Freien Universität zuerst mit einer Verzehnfachung der Kosten und so weiter. So, jetzt gehen wir mal in das Feld, was sich schon beim Kind angekündigt hat. Frigga mobilisiert Frauen. Wenn der Datierung stimmt, das ist alles in der Geschichte, sinkt das zurück und das lässt sich nicht genau datieren. Wir waren uns nicht ganz einig. Ist das... Das war Friggas Meinung, es ist der Sozialistische Frauenbund West-Berlins. Das ist die S6. Und die S, Schulungsgruppe 6, ne? Schulungsgruppe S, S6. Ja, Schulung, also Selbstbildung, war ganz groß geschrieben. Und die schreiben gerade, wenn die Erinnerung trägt, Sexualisierung der Körper. Das ist dann später ins Englische übersetzt worden und ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Buch. Und außerdem ist es wohl das erste Mal, dass Erinnerungsarbeit, eben am Beispiel des Verhältnisses zur männergeprägten Sexualisierung des eigenen Körpers, gearbeitet worden ist. Und das ist ja dann später, da sind Lehrstühle eingerichtet worden in mehreren Kontinenten, ich glaube nur in dreien, nein, zweien, also in Nordamerika und Australien, soweit ich weiß. Und es gibt eine nicht abreißende Kette von Rezeption dieser Linie. Erinnerungsarbeit. Viele kennen Frigga nur als die Memory Work Autorin. Dann die ganze Gruppe. Schaut euch mal an. Ich fand das so sinnlich, wie Frühstück im Grünen. Also, ja, es ist intellektuell, aber es ist überwältigend sinnlich. Intellektualität und Sinnlichkeit gehen hier zusammen. Und natürlich wird wieder Erinnerungsarbeit gemacht und wieder wird ein Buch geschrieben. Diesmal geht es um Subjekt Frau. Damit ihr aber auch seht, die Gewerkschafter unter euch und die Klassenkämpfer, dass die Frauen nicht bloß solche unseriösen Themen machten. Hier geht es über Frauenarbeitslosigkeit. Eine Veranstaltung. Moment, oh, pardon, das war ein Fehler. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Moment. Was? Vielleicht ist das verloren gegangen, Frigga. Ich finde es nicht mehr. Ein weiter. Also hier sind wir nochmal in Veli Loschin, ne? Und das ist der Kongress, ja, Frauenarbeitslosigkeit. Hier sieht man außer... Uschi ist, glaube ich, auch drauf. Ursel Blankenburg. Ist Hannelore May hier? Das wäre sie, hier. Und hier die leider verstorbene Barbara Nemitz. Frauenarbeitslosigkeit. Ich glaube, vor einem großen Saal, gerammelt voll. Wenn die Erinnerung nicht drückt, im TU Audimax, bin ich ganz sicher. So, und damit ihr seht, es geht auch in die richtige Politik rein. Das ist die 11. Bundeskonferenz der sozialdemokratischen Frauen.
Also auch da war Frigga zugange. Und wo immer Frauenstudien sind, jetzt hier in Hamburg, wird gerade angekündigt, dass sie einen Vortrag halten wird im Rahmen des Hamburger Frauenstudiums. Und die Organisatorin, die hier steht, die hat Friggas Bücher unten ausgebreitet. Und, sodass man das sieht wie ein Strauß zu ihren Füßen. Aber jetzt die Hauptsache der Sache, das sind diese Menschen. Und überall, wo Frigga auftaucht, tauchen solche Menschen auf. Und eben das nun schon seit vielen Jahrzehnten. So, und jetzt nächster Anlass, wo solche Menschen zusammengerufen sind, die Bundesfrauenkonferenz der Linken von 2010. Man muss dazu sagen, dass nachdem die Linke gegründet wurde, 2007, im selben Jahr fand der erste Frauenkongress der Linken statt, und zwar in der Stadt, in der wir, wenn wir in Deutschland sind, wohnen, in Esslingen, im alten Rathaus, einem Renaissancebau, das Schönste, was es da überhaupt gibt. Die Stadt wusste gar nicht, wie er da wurde, und die Linke, glaube ich, auch nicht. Aber es hat ja wirkliche Folgen gehabt, und vielleicht wird es noch weitere haben. So, und jetzt Frigga im internationalen Feminismus, nur damit man das auch so ein bisschen sieht. Sie ist Mitgründerin des Europäisches Sozialistisches Forum, oder wie ist das nochmal genau? Europäisches Forum Sozialistischer Feminismus. European Forum Socialist Feminists. Also, ja. Und die haben, weiß nicht, 20 Jahre lang getagt, 10 Jahre lang getagt in verschiedenen europäischen Städten. Dieses wohl in Manchester. Und da gäbe es auch ganz viel wieder Connection. Es sind immer nur ein Bild aus einer ganzen Arbeitsbereich, was eben Teil fürs Ganze stehen muss. Und jetzt springen wir mal über den großen Teich. Das bin ich, glaube ich, zu schnell gesprungen, oder fällt das Bild? Das Bild ist nicht aufgetaucht. Ui, da ist was passiert, warte mal. Jetzt habe ich alles falsch gemacht. Ja. Das Bild fehlt, also da fehlt leider ein Bild, das ist schade, mit Anne Ferguson, Sandra Harding, Nancy Herzog, Alison Jagger, also der Crème de la Crème des nordamerikanischen Feminismus. Ja. Das fehlt jetzt eben, das Bild. Und dafür kommt jetzt eine der, dieses hier ist in der UNAM, der größten Universität Mexikos. Das ist Graciela Hierro mit ihren Mitarbeiterinnen vor dem Institut für Frauen- und Genderforschung. Man muss dazu sagen, dass Graciela Hierro, ich hoffe, die Erinnerung stimmt, die erste Professorin überhaupt an dieser Universität war. Das war eine große Errungenschaft an sich schon. Und dass sie dann später dieses Institut gekriegt hat, was sehr gut ausgestattet war, das dann wiederum Frigga eingeladen hat. Und leider ist diese, das ist 1994, leider ist diese Graciela 10 Jahre später gestorben. Jetzt, sie lebt noch. Also jetzt, ich komme gleich nochmal darauf zurück. Das ist in Toronto mit Dorothy Smith. Die anwesenden Feministinnen werden vielleicht sie auch kennen. Also wir sind hier so in dieser kleinen Gruppe von internationalen Feministinnen, die auf eine tolle Weise einen solidarischen Verbund und eine Ideenzirkulation unter sich gehalten haben durch Jahrzehnte. Jetzt leider, hier ist nochmal die Graciela mit Frigga, und das ist leider die Trauerfeier für Graciela in Mexiko. Das ist jetzt 2004, und hier in der Mitte ist Adolfo Sanchez Vázquez, der vielleicht einer der bekanntesten Marxisten Lateinamerikas, Philosoph, spanischer Emigrant ursprünglich, der leider auch gestorben ist. Also wir haben es, ist die Schattenseite, wenn man so alt wird, und das am schwersten erträgliche, der wachsende Verlust an Freunden.
So, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Tätigkeitsbereich, die internationale sozialistische und Arbeiterbewegung. Und hier sind wir bei dem jährlichen Kongress Socialism in the World in Zaftat, dem damaligen Jugoslawien, was mehr oder weniger unsere politische Heimat war, weil wir in diesem Teil der Stadt und geschweige denn in Russland nicht wohlgelitten waren. Ich weiß noch, wie ich zu einem russischen Vertreter von der Akademie der Wissenschaften sagte, ich würde gerne mal nach Moskau kommen, um Fragen der Übersetzung von Schlüsselkategorien marxistischer Theorie für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus mit ihm zu beraten. Er hat gesagt, Herr Rauch, wir kennen Ihre Auffassungen. Sie sind nicht willkommen. Und, nun schön, aber in Jugoslawien waren wir eben willkommen und gehörten da auch ein bisschen zum Establishment der Parteischule und so. Jedenfalls, ich glaube, ich habe alle Jahre teilgenommen und Frigga einige Male. Und immer war es so, dass man sie auch hin agitieren musste, weil sie da so saß wie hier, verloren in einer Männergesellschaft. Und sie hat sich dann verschworen mit der Frau von Harry Macdoff, Biggie genannt, die ist auch tot, und Macdoff auch tot, von Monthly Review für die Älteren. Dort einen Frauenaufstand irgendwann gemacht. Sie hat auch ihre Erfahrungen gemacht, was Worte und Taten betrifft. Voller Überschwang der Solidarität mit der kubanischen Revolution hat sie ein Gespräch mit dem kubanischen Delegierten angefangen, der hat sie in sein Zimmer eingeladen und fiel dann über sie her. Das endete also schief, aber war wahrscheinlich vollkommen typisch und repräsentativ für diese Bewegung zunächst einmal, aber das blieb so nicht. Da sind wir dann nochmal ein paar Jahre später in derselben, wiederum an derselben Stelle, im selben Hotel in Zaftat. Ihr kennt da den Elmar Altvater und vielleicht den auch leider verstorbenen Jürgen Hoffmann. Und ich glaube, das ist André Gunter Frank, der hier neben Frigga sitzt. Das hier ist Frigga. Die übrigen kann ich jetzt nicht mehr zuordnen. Und rasch noch ein Bild, was ironisch zu nehmen ist. Und eigentlich ist es ein Thema für Volker Braun, denn das ist der Kongress International Symposium Sozialismus im 21. Jahrhundert. Der findet in China statt, in einer Stadt von damals 8 Millionen Einwohnern, weiß nicht wie viel jetzt, wo allein die Neubauviertel waren wie fünfmal Wiesbaden, noch nicht bezogen und ähnlich aussehend wie Beamtenvorstädte oder so. Ungeheuerlicher Eindruck von dieser Stadt. Und wer wirklich geachtet wird in China, ist Theo Bergmann. Der sitzt ganz vorne. Er hat einen Sitzplatz gekriegt, aber er ist ganz bescheiden. Er sitzt ganz außen, aber er ist wirklich wichtig für Sie. Und natürlich die Unwichtigsten stehen im Zentrum. Das ist, wahrscheinlich war das der Trostpreis dafür, dass wir nur einen Stehplatz kriegten. Ich weiß nicht genau. Aber es war unchinesisches Verhalten. Das sollte man nicht tun. Jetzt springen wir mal heraus aus der internationalen Arbeiter- und sozialistischen Bewegung. Nein, Moment, eigentlich müsste jetzt noch eins kommen. Eigentlich müsste jetzt kommen. Eines, was von großem Jubel begleitet war, als es passierte. Das war der Moment, als Frigga, der die Frauen der Linken auf dem Gründungskongress Rederecht erstritten haben, das war nicht leicht, dieses auch benutzte, um am Schluss ihren Beitritt zur Partei zu erklären. Da brach ein gewaltiger Jubel im Saal. Schade, dass wir das nicht haben. Wie? Ulrike, die das miterkennt, das Rederecht ist hinten. Ulrike ist da? Hallo! Ja, stellvertretende Vorsitzende und da gehörte schon einiges dazu, das durchzusetzen. Ja. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Noch einige Fotos mit der Rosa-Luxemburg-Gesellschaft. Ich habe also Fotos weggelassen aus der Serie RLS, Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. Ja, da gäbe es ganz viel. Das habe ich weggelassen, weil wir jetzt hier sind und ich dachte, man muss das zeigen, was nicht da ist. Das ist die internationale Rosa-Luxemburg-Gesellschaft, in der Frigga viele Jahre immer wieder war. Hier sind sie in Peking, ich glaube außerhalb der Stadt, ohne Publikum.
Nicht? War die nicht so in klösterlicher Atmosphäre, isoliert von den Menschen eigentlich eher? Ja? Pardon? 94. Ach, Anneliese? Du warst auch da, ja. Moment, wo bist du? Ah, ich sehe sie. Ja, warte mal. Hier? Gut. Okay. Anneliese Laschica, für die das... Ja, ja, naja, klar. Aber, ja. Und auch da ist es jetzt... Ist es jetzt nur, ganz außerhalb war das, nicht? Ja, und das ist jetzt auch nur wieder, das geht über viele Jahre und geht auch noch weiter, jetzt kommt dann Paris. Hier sind Sie in Warschau, hier sieht man wieder Anneliese Laschica, ein bisschen, oh, pardon, das ging zu schnell. Himmel, jetzt habe ich es irgendwie ganz falsch gemacht. Hier, da ist sie. Stimmt's? Und das ist Felix Tisch. Die anderen kann ich nicht mehr, das ist wahrscheinlich seine Frau. Das andere ist der Jefsorow, der Bauervertreter. Ja. Und das Jacqueline Boat aus Das ist René. Das ist Felix Tisch, ne? Das ist Felix Tisch und neben dem Felix steht die Jacqueline Boat. Sie ist Ökonomin, sie hat jetzt gerade erst Akkumulation des Kapitals neu gesetzt. Also, jetzt kommen wir zum nächsten, zu meinem nächsten Kapitel, das vorletzte, mit Freunden, der man auch gedenken muss. Das war Günther Anders, der uns eine schwere Nacht bereitet hat. Der war eigentlich im Gästehaus der Akademie der Künste in West-Berlin und war so unruhig, hatte Herzbeschwerden und wollte dann bei uns übernachten. Das war eine ganz, ganz unruhige Nacht. Ein guter Freund, der von der Nummer 1 des Arguments präsent war. Ich glaube auch die Gründung hängt mit ihm zusammen. Und dann jahrzehntelang Kolumnist der Zeitschrift Argument war. Eigentlich bis zum Tode. Also ein sehr guter Freund, aber ein schwieriger Freund, muss man auch sagen. Na gut, wir sind auch nicht immer leicht für unsere. Eine bitter vermisste Freundin, wirklich bitter, weil wir hofften, uns auf sie stützen zu können. Sie war auch Gesellschafterin des Argument Verlags. Hier ist sie Mitautorin eines Buches mit Frigga. Das ist Uli Schwandner aus der Gegend von Salzburg. Die, ich glaube, wie ihr Vater, beim Versuch, einen 8000er zu erklettern, ums Leben gekommen ist, im Karakorum. Und wir haben versuchten sie davon abzubringen, als sie da aufbrach. Es geht eben nicht. Das ist Uli Schwandner. Und hier eine andere sehr gute Freundin, alles Genossinnen, Jutta Held, Kunsthistorikerin, Mitgründerin, wie heißt die Gesellschaft der nach dem Bild von Picasso, Guernica-Gesellschaft. Ja. Hier, engste Freunde, Dorothee Sölle, Theologin, die hat einen Tod gehabt, sie hat über Glück gesprochen, irgendwo im Schwäbischen, in der Nähe von Urach. War nicht in Urach, ich dachte in Bad Boll. Und dann Erich Wulff, der unter dem Pseudonym Alzheimer die Verbrechen der Amerikaner in Vietnam als erster in Deutschland verraten hat und es damit sogar in den Spiegel gebracht hat, also unter Lebensgefahr als Entwicklungshelfer der Psychiatrie in der Kaiserstadt Hue mit der Befreiungsfront zusammenarbeitend. Dann seine vietnamesischen Lehrjahre veröffentlicht hat. Und einer unserer besten Freunde. So, das war die Abteilung Freunde, der man bei der Gelegenheit gedenkt. Jetzt kommt nur noch ein bisschen, dass ihr seht, vier in einem heißt eben nicht nur vier in einem, das ist diese Orientierung, die Frigga in die Diskussion gebracht hat, dass ein gutes Leben
ein Leben ausgeglichen in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen verlangt. Und ihr seht, es ist also im Folgenden nicht nur Politik und Beruf, sondern auch, oh Moment, das ist noch eine Freundschaft, das Bild kommt dazwischen. Wir sind nämlich auch Freunde, wir sind sehr gute Freunde. Gehört zu den Freunden noch, habe ich vergessen. Jetzt sieht man sie. Und das ist die schwäbische Seele, die sie da gerade bearbeitet. Die nennt man Maultaschen und zeigt, dass zwischen Schwaben und China eine uralte Verbindung bestehen muss. Denn das ist eigentlich, würde man sagen, das muss chinesische Küche sein. Das ist doch in Deutschland gar nicht möglich. Maultaschen, das ist sehr arbeitsintensiv und ein wunderbares Essen. Hier seht ihr, dass sie auch noch anderes macht im 4-in-1-Verbund. Ein Redwood Tree in Australien mit Terry Seddon, die noch immer eine Wegbegleiterin ist, nach dem Wörterbuch mitarbeitet. Und Betty Johnson, die glaube ich wieder in England ist. Oder ich weiß nicht, was es der geworden ist. Noch ein letztes, dann nehmen wir Abschied mit der norwegischen Feministin Liv Mjelde und Bildungsforscherin oder ich glaube Berufsbildung ist glaube ich ihr Fach und Schwerpunkt, sie berät in Afrika Berufsbildungsprojekte. Und hier sind wir dort, wo wir jetzt das halbe Jahr verbringen, in unserer Finca, die heißt Vecho Topo, alter Maulwurf, frei nach Shakespeare, Hamlet, Wühl, alter Maulwurf, Wühl, woher Marx die Metapher für die Revolution genommen hat, man weiß nie, wo sie ausbricht vorher. Auch wenn es aussieht, als wäre sie völlig verschwunden. An irgendeiner Stelle wie ein Maulwurfhaufen. Erratisch, unvorhersagbar wird sie wieder sein. So heißt dort unser Haus. Und hier pflanzen sie gerade ein Orangenbäumchen. Und ich kann euch sagen, das hat inzwischen schon ganz viele wunderbare Nabelorangen getragen. So, und damit bin ich am Ende. Das ist der Moment, ich möchte gerne den Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Florian Weiß, bitten, unser aller Glückwünsche, die wir auch eingangs schon ausgesprochen haben, auch symbolische Kraft zu verleihen. Ja, er kommt um die Säule herum. Wolf hat sie zur Hochzeit auch so einen Strauß gekriegt, wurde gefragt. Gelbe Rosen meins, ich übersetze es. Nachdem wir so wunderbare Einblicke bekommen haben von der großen internationalen Aktivität bis zur schwäbischen Küche, möchte ich gerne die Impulsgeberinnen, die jetzt diesen Nachmittag gemeinsam gestalten, hier auf die Bühne bitten. Gabriele Dietrich, Katja Kipping und Volker Braun gemeinsam mit Frigga Haug. Also danke ich euch, dass ihr so freundlich seid und alle gekommen seid, um offensichtlich auch gute Gefühle mir gegenüber zu äußern und ich euch gleichzeitig schon sehen kann. Und jetzt halte ich mich damit nicht länger auf, denn ich darf am Ende das nochmal wiederholen oder euch sagen, sondern springen gleich in das Thema. Und weil ich sehr, sehr gerne Märchen erzähle, fange ich mit einem Märchen an. Vorher noch, warum eigentlich Märchen? Weil die so ein eigenartiges Bündel sind, einerseits von festgefahrener Moral, andererseits von sehr alter Weisheit und dann wieder von unglaublichem Schweigen, sodass man aus ihnen detektivisch heiter lernen kann. Und das wollte ich euch gleichzeitig vorführen und euch mitmachen lassen. Was ich für dieses Thema gewählt habe, ist der Fischer und seine Frau, weil ich gedacht habe, das kennen alle, oder das kennen alle ungefähr, und will das deswegen nicht wie für Kinder erzählen, obwohl das viel Spaß macht, immer diese immer wiederholenden Elemente wiederzugeben. Das mache ich aber nicht, sondern ich erzähle euch das Gerüst, worauf es ankommt, mit dem ich dann weiterarbeite für den Herrschaftsknoten.
Jetzt, das Gerüst ist ein armer Fischer, sehr, sehr arm, lebt mit seiner Frau in einem Topf oder Pisspot. Ich stelle mir darunter einen kleinen Verschlag vor. Und sie ernähren sich von seinem Fischfang und er fängt fast nie was. Er ist schon mutlos, wenn er losgeht, aber eines Tages fängt er einen großen Butt. Zieht den heraus, der fängt an und spricht mit ihm und sagt, aber ich bin doch ein verwunschener Prinz, lass mich wieder frei. Und wie das so eben weitergeht. Und er schmeißt ihn sofort zurück ins Wasser, erzählt es zu Hause seiner Frau, hat schon wieder nichts zum Essen mitgebracht, aber diese Geschichte, und sie wird wütend und sagt, wie kannst du denn nur den einfach wieder gehen lassen und bringst nichts nach Hause? Mindestens hättest du doch dafür ein Entgelt verdient. Geh sofort zurück und hol dieses Entgelt. Und er sagt, was soll denn das sein? Und sie sagt, das möchte eigentlich in einem richtigen Haus wohnen, mit einem Hof dabei und Hühner und Enten und vielleicht auch eine Magd und ein Knecht dazu. Und Möbel sollen in diesem Haus sein. Und er rast wieder zurück zum Meer und der Boot sagt, ja klar, das ist alles schon da. Und er kommt und findet seine Frau da drin vor, die ist schon unzufrieden von Anfang an und sagt, sie möchte das in größer. Zum Beispiel ein Schloss. Und im Schloss würden dann Bedienstete sein und unglaublich elegante Kleider und so weiter. Und ihr könnt euch schon denken, das geht jetzt genauso weiter. Sie geht immer eine Stufe höher, die nächste Stufe. Da kann sie schon nicht mehr Frau sein, weil Königin ist nicht so doll, aber König und hinterher Kaiser. Dafür muss sie also eine Männerfigur nehmen. Und als Königin hat sie dann schon eine kleine Armee, also Soldaten und sowas, als Kaiser sowieso. Aber in jedem Fall bleibt sie unzufrieden und sagt, im Grunde möchte ich Papst sein, das ist sehr aktuell. Und sie wird Papst und bekommt gleich 4 Kronen, die sie übereinander tragen kann oder umschichtig. Und guckt aus dem Fenster und denkt, jetzt ist sie total glücklich, ist sie aber nicht, denn sie sieht, dass die Sonne auf und unter geht, ohne dass sie was dazu zu sagen hat. Und sie möchte, dass sie dieses auch unter ihre Herrschaft bekommt und sagt, sie will Gott sein. So, die Sache geht natürlich ganz tragisch aus. Der Fisch sagt, sie ist schon wieder in ihrem Pisspot, geh ruhig nach Hause, die Sache hat sich nicht wirklich gelohnt. Und die ganze Zeit ist es unheimlich beschrieben, wie die Natur revoltiert gegen all dieses furchtbare Begehren dieser Frau. Das Meer ändert seine Farbe von blau nach gelb, nach grün, nach lila und schließlich ist es tiefschwarz. So auch das Umfeld dazu. Die Wellen sind meterhoch wie ein Tsunami am Ende. Und ein entsetzlicher Krach ist ringsum, wo man sieht, dass die Natur revoltiert gegen dieses ungebührliche Benehmen der Frau. So, soweit euch zur Erinnerung die Geschichte. Die Lehre ist dazu ziemlich klar und grundlegend. Der Fischer ist arbeitsam und arm, die Frau voll gierigen Verlangens. Sie will aus der Ordnung gehen bis hin zur Schöpfung. So muss die alte Ordnung wiederhergestellt werden. Arbeitsam der eine. Und jetzt merken wir, dass wir nichts erfahren haben, was die Frau eigentlich tat oder ob überhaupt irgendetwas, außer dass sie bis zur Dummheit unverschämt ist. Ist das eine Geschichte über Herrschaft? Nicht eher über Arbeitsteilung, bei der nur ein Teil arbeitet und der andere vorläufig bloß gierig ist? Jede kann solche Geschichten und Skandale berichten, in denen Frauen auftauchen und die tüchtigen Männer in Versuchung führen, sodass sie sich heillos verstricken, aus der Ordnung fallen und für mannhafte Macht und ein arbeitsames Leben nicht mehr zu gebrauchen sind. Ich nenne hier nur ein paar, damit auch alle sich erinnern, dass sie dauernd solche Geschichten aufgetischt bekommen. Zum Beispiel Clinton, Stürze über die Beziehung zu einer Frau. Ja, selbst Berlusconi kann sich nun mühsam mit viel Geld loskaufen, da wird vorläufig entmachtet. Strauß Kahn kann sich mit Geld loskaufen. Aber die Zeiten als Chef der Weltbank oder möglicher französischer Präsident gar sind endgültig verspielt. In den USA, ein Land, in dem die offizielle Moral und das alltägliche Handeln besonders extrem auseinandergerissen scheinen und so Einfallstore für Umwälzung einer reaktionären Ordnung ins noch reaktionärere bieten, erinnert man schon nur, denke ich, nur sehr flüchtig den stärksten General und CIA-Chef Petraeus, Stütze von Obama,
dem nach 37 treuen Ehejahren ein Verhältnis mit seiner Biografin nachgewiesen werden konnte, das zwar schon vorbei war, gleichwohl ihn zwang, selbstverständlich das Amt und seine Ehre dahin zu geben. Frauen, so kann man aus der Geschichte lernen, sind unheilvolle Mächte, um die Kriege geführt werden, die große, verdiente Männermacht über Nacht zu Schaum schlagen können. Und von daher ist es angebracht, sie ins Haus einzuschließen oder unter einem Ganzkörperschleier zu verbergen und Männer allein die Geschicke der Gesellschaft lenken zu lassen. Aber das maßlose, rastlose, planlose Verlangen, auch der Fischersfrau, das vom ersten Sündenfall weibliche Mitgift ist, musste, als die Frauen in die Häuser gesperrt waren, in einen anderen Bereich auswandern. Endlich, wenn auch historisch spät, konnte sich das Kapital dieses vogelfreien Begehrens annehmen oder umgekehrt das Begehren sich des Geldes bemächtigen, dass es Kapital werde. Planlos, maßlos, rastlos, wie Marx das analytisch herausarbeitet. In seiner Gier stürzt es von Krise zu Krise, jede Lösung bereitet nur die Mittel für die nächste heftigere vor, ganz wie das beim Fischer und seiner Frau geschah. Da wir so märchenhaft aus dem armseligen Verschlag in die Krise des Kapitalismus gesprungen sind, können wir die Frage nach dem Herrschaftsknoten stellen, ohne jetzt die überlieferten Herrschaftstheorien noch einmal intensiv aufzusuchen, zu kritisieren und richtigzustellen. Dennoch erinnere ich nur ganz kurz, damit ihr auch merkt, dass das eine Differenz wird, weil viele ihn kennen und erinnern, Max Weber mit seiner Herrschaftstypologie. Da geht es ganz verständlich von rationaler zu traditionaler zu charismatischer Herrschaft. Immer werden Formen untersucht, wie von oben nach unten gehandelt wird. Durch überliefertes Recht, durch Beamte, durch einen Führer, an den geglaubt wird. Das Zitat heißt dazu, Herrschaft soll definitionsgemäß die Chance heißen, für spezifische oder für alle Befehle bei einer angebbaren Gruppe der Menschen Gehorsam zu finden. Ganz bündig und knapp. Da ist überhaupt kein Gedanke an einen Knoten, der sich in der sauber durchgeführten, historisch gestützten Analyse jetzt eher wie ein Vorschlag ausmacht, der aus dem häuslichen Nähkörbchen zu kommen scheint und mit ernsthaften politischen Handeln wohlweislich nichts zu tun hat. Aber in der Unruhe der Weltwirtschaftskrise werden doch andere Fragen stellbar. Die am meisten beunruhigende ist die, warum Menschen sich bei so offenkundigen Ungerechtigkeiten, die als Reparaturversuche die alte Gesellschaft noch eine Weile laufen zu lassen im Angebot sind, nicht massenhaft wehren. Wie reproduziert sich diese kapitalistische Gesellschaft und ihre Herrschaft trotz aller Katastrophen oder gerade mit ihnen? Dies wird eine Frage, die heute gesprochen und gehört werden kann. Und indem wir so nach dem Muster kapitalistischer Gesellschaft und ihrer Reproduktion fragen, rücken wir der Begriffssprache, in der Knoten eine Rolle spielen, schon näher. Hier und heute können wir schon voraussetzen, dass es zum allgemeinen Wissen gehört, dass das treibende Motiv dieser Regulationsweise, der Profit ist Wachstum immer mehr, immer größer, das unstillbare Verlangen, das wir in der Seele der Fischersfrau fanden und das als menschlich nicht lebensfähig im Märchen ausgemustert wurde. Wie lebt dann aber Kapitalismus, wenngleich krisenhaft? An dieser Stelle kommen wir nicht weiter, wenn wir nicht aus der gewohnten historischen Überlieferung ein wenig aussteigen und nach dem nicht so sichtbaren, dem nicht ganz bewussten, jedenfalls dem Verschwiegenen suchen. Gehen wir also noch einmal zurück zur Fischersfrau, die zwar einen Namen hat, die Ilsebill, aber ansonsten nichts weiter ist als des Fischers Frau mit maßlosen Wünschen. Wir können wohl kaum annehmen, dass sie den ganzen Tag, zumal in einem kleinen Verschlag, auf der faulen Haut lag und wartete, dass ihr Mann etwas heimbrachte, was, wie wir auch aus dem Märchen erfuhren, sehr häufig nicht gelang. Vermutlich hatten sie Kinder. Es musste für sie auch gesorgt werden. Essen musste her, es musste gesammelt, gepflanzt, geerntet werden, aus dem Naturzustand geputzt, geschält, gehackt, gekocht werden, damit dann das Geschirr gesäubert, geräumt, die Kinder geboren, gewartet, gehütet, gesäubert, gekleidet, die Kleider genäht, geflickt und so weiter. Vielleicht war noch jemand Altes oder Krankes zu versorgen, wie wir aus anderen Märchen, vielleicht auch aus eigener Erfahrung wissen. Bei großer Armut muss weit gegangen werden, um etwas zu essen zu beschaffen. Historisch später, wenn die Fischersfrau schon ein Haus und einen Geflügelhof hat, ist es ein Bauernbetrieb mit einer Unmasse von Arbeiten, viel Vieh und Land, viel säubern, Futter besorgen, bei Geburten helfen, bei Krankheiten auch, bis hin zum Schlachten und Rupfen und so weiter. Von denen im Übrigen Engels
in seiner Skizze zum Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates denkt, dass sich diese Tätigkeiten fast von selber tun, wie im Schlaraffenland. Ich zitiere den Engels, jetzt mit den Herden der Pferde, Kamele, Esel, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine hatten die vordringenden Hirtenvölker einen Besitz erworben, der nur der Aufsicht und rohesten Pflege bedurfte, um sich in stets vermehrter Zahl fortzupflanzen und die reichhaltigste Nahrung an Milch und Fleisch zu liefern. Man erinnert, im Schlaraffenland laufen die Schweine gebraten mit Messer und Gabeln im Rücken umher. So muss das für Engels ausgesehen haben. Im Ursprung gibt es auch die grandiose und häufig zitierte Formulierung von der weltgeschichtlichen Niederlage des weiblichen Geschlechts durch den Umsturz des Mutterrechts. Es folgt der Satz, der Mann ergriff das Steuer auch im Hause, die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, Sklavin seiner Lust und bloßes Werkzeug der Kinderzeugung. Und schon wieder tut sie selber nichts, als ein passives Objekt und Werkzeug für anderes zu sein. Hier also haben wir schon die Geburt des Opferdiskurses. Das Übersehen, nicht in Betracht ziehen, das Vergessen, verschweigen zu sagen, wäre schon zu absichtsvoll, zieht sich durch die Geschichtsschreibung. Wer je versucht hat, Frauengeschichte zu erforschen, stößt immerzu auf Leerstellen, Lücken, Mängel, auf nichts. Ich habe das versucht bei Köchin und Hausfrau, es war sehr, sehr qualvoll. Und doch ist auch wiederum allen bewusst, dass die Produktion des Lebens, wie Marx und auch Engels dies ausdrücken, das Wesentliche ist, dem die Produktion der Lebensmittel dient, allerdings so, dass das eine ohne das andere nicht geht, ein Trennungszusammenhang. Eine Verkehrung kommt hinein, wenn das eine dem anderen wirklich untergeordnet ist, wie dies eben im Kapitalismus mit der Produktion des Profits wegen geschieht, für die das Leben und seine Produktion nur Mittel sind. Aber die hierarchische Überordnung der profitlich organisierten Mittelproduktion über das Leben selbst braucht zu ihrem Betrieb die vorhergehende Unterdrückung der Frauen, dass sie sich des Lebensnotwendigen außerhalb der Profitgesetze annehmen. In dieser Weise können wir feststellen, dass Geschlechterverhältnisse Produktionsverhältnisse sind. Das habe ich ausführlich an anderer Stelle geschrieben und begründet. Diese These gibt uns zwar Auskunft über die Hartnäckigkeit, mit der Frauen Marginalisierung und Unterdrückung bleibt, selbst wenn die Lage der Frauen historisch immer weiter verbessert wird, aber so ein Satz wie alle Verhältnisse sind in Geschlechterverhältnissen kodiert, zwingt uns dazu, darüber nachzudenken, wie denn eigentlich? Dieser einfach zu sprechende Satz eröffnet einem außerordentlich weit verzweigten Dasein ein riesiges Untersuchungsfeld, nur in einer eigenen Befreiungsakademie und nur von allen gemeinsam bearbeitbar. Auch kapitalistische Herrschaft, diese vor allem, braucht Frauenmarginalisierung, um an die Stelle der Barbarei, die Marx und Luxemburg vorhersahen, weiter funktionieren zu können, wenngleich krisenhaft. Dies nenne ich den Herrschaftsknoten, das ineinander verflochten sein unterschiedlicher Stränge, die einander abstützen und halten, von denen eine Reihe nicht sichtbar sind, die in ihrem Wirkungszusammenhang aber die kapitalistische Gesellschaft am Laufen halten. Verflochten sind in diesem Knoten das profitgetriebene Agieren des Kapitals, das sich lebendige Arbeit in der Form der Lohnarbeit einverleibt, damit die Produktivkräfte immer weiterentwickelt, damit Arbeit, die ihre Quelle ist, austrocknet und einspart. Dies ist schon ein komplizierter dialektischer Zusammenhang. Dann die unsichtbaren, ungesprochenen und geschichtslosen Taten, die allesamt zur Wiederherstellung des Lebens der Menschen und der sie umgebenden Natur nötig sind. Diese bilden einen eigenen Strang, haben eine andere Zeitlogik, lassen sich schlecht rationalisieren oder effektiver und schneller schaffen, um gewinnbringend zu sein. Die unterschiedlichen Formen von der liebenden Mutter zur heroischen Krankenschwester, zur ehrenamtlichen Wohltätigen, zum Umweltschützer sind ebenso bekannt wie die Katastrophen, die hinterrücks die Menschen überfallen, von der Verrohung und dem Verkommen von ganzen Generationen und Bevölkerungsteilen bis zur Unbewohnbarkeit der Erde. Vieles wurde in den entwickelten kapitalistischen Ländern in die Lohnarbeit überführt, wo es ein geduldetes, schlechtes und schlecht bezahltes Ansehen hat. In diese Verklammerung geht ebenso fast unerwähnt die Vernachlässigung der Menschen je selbst als Menschen ein. Entwicklung ist Elite.
etwas, das sich nur Reiche leisten können, während die Regungen, menschlich Mögliches zu entfalten, im Konsumrausch erstickt werden, der zugleich eine Grundlage für Wachstum und Verbrauch ist und sich auf andere Weise das Verlangen der Fischersfrau zunutze gemacht hat, zugleich gezähmt und bedeutend vergänglicher noch. Und ebenso unbemerkt bleibt, dass Menschen subaltern in Unmündigkeit gehalten bleiben in Bezug auf die Gestaltung der Gesellschaft, was wir das Politische nennen. Diese vier Stränge sind vielfältig eingeflochten, abgesichert, ausgestaltet, finden sich in unseren Gewohnheiten, Taten, in unserer Moral, im Hoffen und Begehren, im Common Sense. Sie zusammenzuführen, das ist die Skizze der Vier-in-Einem-Perspektive, die ich jetzt hier nicht entwickle. Brecht bündelt, über was Herrschen ist, besteht eine verkehrte Meinung bei einigen. Die meisten Leute wissen Zeit ihres Lebens nicht, dass sie beherrscht werden, das ist eine Tatsache. Sie meinen, sie tun, was sie auch täten, wenn es überhaupt keine Obrigkeit oder sonst was, was herrscht, gäbe, sagt Kalle in den Flüchtlingsgesprächen und spricht so aufs Knappste, dass Herrschaft die Beherrschten braucht, die ihr Beherrschtsein praktisch betätigen, Tag und Nacht. Man kann sich das Zusammenwirken dieser vielfältigen Kräfte vorstellen, auch wie enorm das Forschungs- und Praxisfeld ist, das zur Befreiung von Herrschaft beschritten werden muss und wie viele gehen müssen, verändernd sich und ihre Bedingungen. Gramsci spricht das als Aufgabe so: Man muss eine Lehre erarbeiten, in der alle diese Verhältnisse tätig und in Bewegung sind, wobei ganz deutlich festgestellt wird, dass der Sitz dieser Tätigkeit das Bewusstsein der Einzelmenschen ist, des Einzelmenschen, der erkennt, will, bewundert, schafft, insofern er bereits erkennt, will, bewundert, schafft und so weiter und sich nicht als isoliert, sondern als voller Möglichkeiten begreift, die ihm von anderen Menschen und von der Gesellschaft der Dinge geboten werden, wovon er unvermeidlich eine gewisse Kenntnis hat. Aber was bringt es, in diesem Zusammenhang von einem Herrschaftsknoten zu sprechen, statt einfach von einem Zusammenwirken? Ich nehme das einfache Beispiel vom Schuh mit Schnürsenkeln. Jeder weiß, dass hier zwei Stränge so zusammengebunden werden, dass sie sich nicht leicht von selber lösen können. Damit das garantiert ist, macht man einen Doppelknoten. Wenn man vier oder mehr Stränge hat, wird es fast unlösbar, wie der gordische Knoten. Die Lösung bleibt Aufgabe. Aber worauf es jetzt hier ankommt, ist, dass es immer die Möglichkeit gibt, am falschen Ende zu ziehen und so den Knoten fester und die Lösung immer unmöglicher zu machen. Im Projekt der Vier-in-Einem-Perspektive, das ist die, das immer noch versucht, in der Linken richtig Platz zu nehmen, ist die Vorstellung vom Knoten und seiner tückischen Weise, sich beim Lösen festigen zu können, grundlegend. Das ist einfach zu begreifen und zu erklären, wenn man sich den Druck in den Zeiten der großen Krise ansieht. Man merkt es sofort, dass es genau so ist. Wenn man sich etwa die in Lohnform gefangene Arbeit ansieht und ihre Verkürzung als ausschließliche Politik betreibt, ich nehme an, dazu wird Katja noch sprechen, die Vernachlässigung aller anderen gesamtgesellschaftlichen Arbeit ist dabei ebenso evident, wie die Zielgruppe mit Entwicklung der Produktivkräfte immer kleiner wird. Und auf der anderen Seite verschwinden die vielen anderen Arbeiten immer weiter aus dem sichtbaren Feld, während ihre in Lohnform überführten Teile den Sparmaßnahmen in der Krise zum Opfer fallen. Wie geschehend im Gesundheitswesen, im Schulwesen, in der Sozial- und Jugendarbeit, in der Altenpflege, im Kulturellen. Dabei finden sich die vielen Sorge- und Reproduktionsarbeiten allgemein in großer Not. Für sie reicht die Zeit nicht, daher müssen die Kämpfe für sie anders geführt werden. Denn als solche nur um Erwerbsarbeitszeitverkürzung. Beginnt man aber an diesem Strang zu ziehen und zum Beispiel Betreuungsgeld, Elterngeld, Müttergeld zu fordern und also diesen Bereich ebenfalls gänzlich in die Geldform zu überführen, erfährt man schnell, dass fast unvermeidlich reaktionäre Mutterbilder verfolgt werden, die, wie Bloch das ausspricht, das weibliche Geschlecht auf ewig ans Kreuz der Geschichte nageln. Es ist alleingezogen das falsche Ende, ohne, wie schon bei der Arbeitszeitverkürzung, überhaupt falsch zu sein. Der Knoten muss anders gelöst werden. Man muss, wie Donna Haraway das fordert, eine Liste erstellen, welche Erfindungen und Entwicklungen den Ausschluss vieler aus dem allgemeinen Menschsein fördern, also Herrschaft stützen. Schließlich die Politik. Alle Verbesserungen in der politischen Stellvertretung, die gewiss nötig sind, rücken die Notwendigkeit nach hinten, dass es darum gehen muss, Politik von unten zu machen.
Sozialistische Demokratie, in der alle befähigt werden, die Gesellschaftsgestaltung in eigene Hände zu nehmen. Das hört sich unerhört, unerträglich phrasenhaft an, weil wir nicht mehr daran glauben, dass dies gelingen könnte. Aber es bleibt Fernziel, bleibt unsere Politik die Vertiefung von Demokratie als Handeln von allen. Nicht Arbeitszeitverkürzung für Vollbeschäftigung und diese für Wachstum, sondern Arbeitszeitverkürzung, damit ich Zeit habe für Märchen, für andere und fürs Politikmachen, was ich für unerlässlich halte. Und manchmal bringe ich dann alles zusammen. Bleibt die Frage, warum sich die Menschen in der jetzigen großen Krise nicht wehren, sondern diejenigen als ihre Vertreter zumeist wählen, die diese Krise politisch mit eingebrockt haben. Die Frage allgemeiner gestellt zeigt die Wege ihrer Beantwortung. Zu den sich festzurrenden Fäden des Herrschaftsknoten gehört, wie eine Art Sicherung, dass in den Befestigungen auch Belohnungen stecken. Der verschnürte Schuh erleichtert das Laufen. In jeder Herrschaftsform steckt nicht nur Gewohnheit, sondern damit auch Handlungsfähigkeit für die Unterworfenen. Das erschwert ein weiteres Mal, die Einzelnen zur Veränderung ihrer Lebensbedingungen zu ermutigen. Ohne Halt ist kein Halten. Die Lösung des Herrschaftsknotens ist daher nicht nur eine unerhört langfristige und komplizierte Arbeit, sie kann nur in allen Bereichen zugleich begonnen werden und braucht die Kraft und die Zeit aller. Da ruckeln alle an den einzelnen Strängen, sie lockern ihren Griff auf die Erwerbsarbeit in Vollzeitform und wollen weniger Zeit dort verbringen, um die frei gewordene Zeit der fürsorgenden Arbeit zu widmen und der Freundlichkeit in der Welt. Sie gewichten um, halten Lohnarbeit nicht mehr für das ausschließliche Zentrum ihres Lebens, die einen, wollen sich nicht mit ganzer Zeit dem Häuslichen widmen, die anderen, sondern beide erkennen in größerer Muße, dass menschliche Sinne mehr vollbringend, genussvoller, wenn auch immer noch anstrengend sind als bloßes Abrackern in der einen oder anderen Form. Aufatmend blicken sie um sich, sehen, dass wenig zum Rechten steht und sehen auch, dass sie die Gestaltung der Gesellschaft gemeinsam vorantreiben, also Politik in ihre Hände nehmen müssen. Und in diesen vier Bewegungen zugleich lockern sich die Knoten, wird Herrschaft instabil. Diese Lockerung ist antikapitalistisch und radikal demokratisch, deshalb ist mit systematischem Widerstand zu rechnen. Dazu nochmal Brecht, der eine geistige Gymnastik für die Köpfe ist und ein ausgezeichneter politischer Lehrer, selbst wenn wir seine umfassende Hoffnung nicht mehr so ganz unangefochten teilen können. Brecht sagt, wenn die herrschende Klasse ihren Griff verliert, fallen die Beherrschten zunächst meist zusammen. Die Institutionen schwanken und zerfallen schon und die Unterdrückten machen schon lange keine Anstalten, die Führung zu übernehmen. Gegen sie steht ihre Religion, ihre Lebenskunst, die sie mühsam gelernt haben, viel davon vom Feind, einiges davon im Kampf mit dem Feind, eine komplexe Ausstattung von Gewohnheiten und Maximen. Deshalb muss der Umsturz selber etwas Geschäftsmäßiges bekommen. Ein organisiertes Unternehmen, in dem sie Züge ihres Alltags wiedererkennen können, kurz vernünftig, um die Massen einzubeziehen. Jetzt ein allerletztes Mal zurück zur Fischersfrau, die am Anfang der Geschichte untätig in einem Topf saß und immer höher fliegende Wünsche hatte. Die einseitige Abbildung, die ihre Taten vergaß, ist nötig, ganz allgemein die Wünsche zurückzustufen, besonders die weiblichen. Sie soll im Topf bleiben und das Nötige tun ohne weitere Worte. So kann davon ausgegangen werden, dass die Menschheit einstweilen überlebt und Fortschritt allein in den Händen des Fischers läge. Aber er wird von allein nicht auf bessere, gewinnbringendere Nutzung seiner Arbeitskraft kommen. Daher muss das Wünschen in die richtigen Hände, die dann wiederum den Fischer sich zunutze machen können als verfügbare Arbeitskraft in einer immer gesellschaftlicher, also arbeitsteiliger und kooperativ werdender Form. Die Verfügung über Körper und Arbeit der Frauen bleibt weiter unerwähnt, eine Kraft, die der Verknotung anheimfällt. Es ist also auch wichtig und gehört zum Herrschaftsknoten, dass ein großer Teil der gesamtgesellschaftlichen Arbeit unerkannt, unbewusst verborgen ist. So bekommt der Knoten eine schwerer zu entziffernde Form. In seine Lösung geht Erkenntnis ein und damit eine Wahrnehmung, die die Arbeiten nebeneinander stellt, dass sie gleichzeitig sichtbar sind, wie ebenso, jetzt kommt der einzig komplizierte Satz, wie ebenso ihre Unsichtbarkeit gesehen werden kann. Und erst von da aus ist eine Zukunftserzählung zu schreiben und an schrittweise Verwirklichung zu gehen. Schluss.
Vielen Dank, Frigga. Vielen Dank, Frigga. Das Unsichtbare, was den Kapitalismus am Laufen hält, zu beleuchten, das ist hier für heute der Auftakt, der uns einfach auch nochmal deutlich zeigt, wie viel Strenge es eigentlich zu entwirren gibt, um Herrschaft mit tätiger Freiheit, mit tätiger Befreiung zu beantworten. Ich glaube, Frigga Haug hat hier sozusagen eindrucksvoll auch den Übergang zu unserer nächsten Impulsgeberin geschaffen. Katja Kipping hat Slawistik, Amerikanistik und öffentliches Recht an der TU Dresden studiert. Sie war seit 1999 Landtagsabgeordnete in Sachsen und seit 2005 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages. 2003 wurde sie zum ersten Mal stellvertretende Vorsitzende, damals noch der PDS, und engagierte sich sehr für den Fusionsprozess und auch zugleich für den Dialog mit den sozialen Bewegungen. Sie ist Redakteurin des Magazins Prager Frühling und Gründungsmitglied des Instituts Solidarische Moderne. Und seit diesem Jahr ist Katja Kipping die Vorsitzende der Partei Die Linke. Ihr Vortrag ist nicht mit einer Frage, sondern mit einem Zitat überschrieben: Ökonomie der Zeit, darin löst sich alle Ökonomie auf. Wir hören Katja Kipping. Das heutige Symposium ist dir gewidmet, die du 75 geworden bist. Und ich stand schon vor einer Frage, nämlich vor der Frage, wie würdigt man Frigga Haug? So, im Geburtstag standen wir vor der Frage. Wäre es Friggas 35. Geburtstag, so könnte man einfach die frühen Verdienste in der Zeitschrift Das Argument erwähnen. Vielleicht würde man auf die wichtigen Anstöße des 1968 gegründeten Rates zur Befreiung der Frau eingehen, in dem sich Frigga engagierte. Bereits bei einem Geburtstagsgruß zum 45. Geburtstag hätte man die Vielzahl deiner Schriften zur Automation, zur Rollentheorie und zu weiblicher Alltagserfahrung lediglich erwähnen können. Deine Gastprofessoren hätte man aufzählen müssen und das zu einer Zeit, als Professorinnen noch eine größere Ausnahme waren, als sie es leider immer noch sind. Schon zu deinem 55. und 65. hätte man schon nicht mehr gewusst, wo anfangen. Frigga, du bist über viele Jahrzehnte Feministin und Marxistin geblieben. Früher war es ein Verdienst, beides zugleich zu sein. Heute hat man manchmal den Eindruck, ist es ein Verdienst, wenigstens eines von beiden geblieben zu sein. Du bist beides geblieben und hast andere dafür begeistert. Deine Schriften zur Zeitsouveränität und zur 4-in-1-Perspektive haben in der Linken, klein wie groß, geschrieben, wichtige Anstöße gegeben. Gemeinsam mit Wolfgang hast du ein intellektuelles Kraftfeld geschaffen, was Lust auf dialektisches Denken und eingreifendes Denken macht, ja frauengenerations- und strömungsübergreifend zusammengebracht hat. Und insofern steht mein Beitrag heute natürlich auch im Zeichen der Kämpfe um Zeit. Als mich Micha Prie vor mehreren Monaten nach dem Titel fragte, antwortete ich forsch mit dem bekannten Marx-Zitat: Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Mit Marx-Zitaten ist das nun so eine Sache. Sie stehen jeweils in einem Kontext, sind oft Replik auf andere Aussagen, sind eingebettet in Voraussetzungen, dialektisch verschränkt. Und insofern ist jedes Herausnehmen von einzelnen Sätzen ein gewagtes Unterfangen, das oft mehr über den Zitierenden aussagt, als vielleicht über Karl Marx selber. So ist es auch mir ergangen, als ich vor vielen Monaten diesen Titel sagte. Damals war mein Beitrag wahrlich noch nicht entworfen. Mir war nur klar, es solle irgendwie um Arbeitszeit kreisen. Ich habe dann nochmal nachgelesen und konkret heißt es in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie bei Karl Marx: Gemeinschaftliche Produktion vorausgesetzt, bleibt die Zeitbestimmung natürlich wesentlich. Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller und geistiger. Wie bei einem einzelnen Individuum hängt die Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses
und ihrer Tätigkeit von Zeitersparung ab. Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Ebenso muss die Gesellschaft ihre Zeit zweckmäßig einteilen, um eine ihren Gesamtbedürfnissen gemäße Produktion zu erzielen. Zitat Ende. Zum einen werden hier die Vorteile der Entwicklung der Produktivität angesprochen. Produktivitätsfortschritt in der Landwirtschaft führt zum Gewinn von Zeit für andere Produktion, materieller wie geistiger. Die allseitige Entwicklung wird angesprochen. Jedoch werden auch Voraussetzungen genannt, zum Beispiel die gemeinschaftliche Produktion, von der wir weit entfernt sind. Begriffe wie Gesamtbedürfnisse treten auf, die nach Erfahrung mit Planwirtschaften wiederum die Frage aufwerfen, kann und darf es überhaupt eine Instanz geben, die darüber entscheidet, welche Bedürfnisse tatsächliche sind und welche Bedürfnisse Ausdruck des notwendig falschen Bewusstseins sind. Aus Zeitgründen kann ich diesen Aspekt hier nur thematisieren, ohne ihn weiter zu verfolgen. Verfolgen möchte ich vielmehr einen anderen Strang, namentlich die Frage, wie nutzen wir die Zeit, die durch Produktivitätsfortschritte freigesetzt wird bzw. freigesetzt werden müsste. In den Grundrissen ist die Rede davon, dass es neben der unmittelbaren materiellen Produktion eine andere Arbeit gibt. Da heißt es, diese Arbeit innewohnende Produktivkraft, die neben der nunmehr maschinell geprägten Produktion steht, die materielle Produktion reguliert, ist das allgemeine gesellschaftliche Wissen, die Kombination der menschlichen Tätigkeiten und das Entwickeln des menschlichen Verkehrs. Ich finde, hier deutet sich das an, was wir heute diskutieren unter Begriffen wie immaterielle Arbeit, wie Wissensgesellschaft. Soweit Marx. Schauen wir uns die heutige Arbeitswelt an und die heutige Wirtschaft, so ist die Bilanz ernüchternd. Trotz Produktivitätsentwicklung kann von Zeitwohlstand, von einer allseitigen Entwicklung wahrlich keine Rede sein. Die einen, die eine Vollzeitstelle haben, nehmen häufig Überstunden auch unbezahlt in Kauf. Wir wissen dank des DGB-Index zur guten Arbeit, jeder fünfte Beschäftigte nimmt 10 Überstunden und mehr die Woche in Kauf. Raubbau an sich selber gehört zum guten Ton. Kein Wunder, dass stressbedingte Krankheiten zunehmen, werden sich andere ein ums andere Mal erfolglos bewerben. Jobs werden wiederum geschaffen in Produktionszweigen, deren Produkte vor allem Raubbauer an der Natur befördern. Hier zeigt sich, der Stand der Produktivkraftentwicklung gäbe zwar theoretisch ein Mehr an Zeitwohlstand für alle her, die konkreten Machtverhältnisse und die am Profit orientierte Wirtschaftsweise hingegen stehen dem entgegen. Erschwerend kommt hinzu die hegemonialen Verhältnisse. Es gilt heutzutage als schick, überarbeitet zu sein. Feierabend wird zum Fremdwirt und der Topos der affektiven Überarbeitung hat Konjunktur, auch in politischen Kreisen. Gewerkschaftliche Kämpfe sind häufig auf Abwehren von Verschlechterungen konzentriert und Firmen sind sehr erfinderisch bei der Ausbeutung der Arbeitskräfte. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Modekette H&M in Baden-Württemberg hat das System der Stundenlöhnerin eingeführt, also nicht nur das Prinzip der Tagelöhnerin hat wieder Rückkehr. Die Beschäftigten sind nicht mehr bei einem Laden angestellt, sondern bei der gesamten Kette und wenn immer an einem Laden aus Krankheitsgründen eine Verkäuferin ausfällt, wird deren Arbeitszeit ins Netz gestellt und diejenige kommt zum Einsatz, die als erstes eine SMS schickt. Quasi werden nur die Arbeitsstunden entlastet, die an diesem Tag geleistet werden. Die potenziell Beschäftigten sind sozusagen immer im Standby. Entlohnt wird allerdings nicht der Standby-Modus, sondern nur der Einsatz, der tatsächlich geleistet wurde. Vor solch einem Hintergrund erscheint es nun quasi als ein intellektueller Luxus, die vier in einem Perspektive ins Gespräch zu bringen. Vor so einem Hintergrund erscheint es als Luxus, sich für Arbeitszeitverkürzung in Verbindung mit der Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern einzusetzen. Und doch ist es genau diese Perspektive, die notwendig ist, genauso notwendig wie die Verbindung von Nahzielen mit Fernzielen, dass sonst die alltäglichen Kämpfe nur sehr schnell zum vergeblichen Lauf im Hamsterrad werden. Und gerade das wachsende Empfinden von Stress ist ein guter Ansatzpunkt im Alltagsverstand. Hier gibt es Alltagserfahrungen, an denen wir anknüpfen können, denn es geht eben bei guter Arbeit nicht nur um die Höhe des Lohnes, sondern auch um die kostbarste, weil endliche Ressource, Zeit. Es geht auch um die Art, wie Arbeit organisiert ist und wofür wir Zeit brauchen.
Gerade um Menschen für Kämpfe zu begeistern, braucht es neben dem Nein zum Bestehenden auch Vorstellungen für einen Kompass, wie weitere, die zu weiteren Schritten ermuntern können. Ja, es braucht Ziele, die die Fantasie anregen und ermutigen. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Dass es nun auch Zeit für Familienarbeit, für Reproduktionsarbeit braucht, das ist noch recht leicht zu vermitteln. Dass zu den Herrschaftsknoten auch die vom Patriarchat geprägte Verteilung der Familienarbeit zwischen Männern und Frauen gehört und dass es deswegen hier eine enorme Umverteilung zwischen den Geschlechtern braucht, das stößt jetzt nicht überall auf Begeisterung, aber zumindest der laut formulierte Widerstand hält sich da in Grenzen. Schwieriger ist es aber dann schon zu vermitteln, dass ein Viertel einer Arbeitswoche jeweils für politische Einmischung und ein Viertel für Arbeit an sich selber, die ich jetzt als Muse spreche, vorgesehen sein soll. Zur politischen Einmischung. Sicherlich, nicht alle wollen jeden Tag sofort 4 Stunden politisch aktiv sein. Aber in Bewegungen, in Bürgerinitiativen habe ich immer wieder erlebt, dass wenn erstmal was in Gang gekommen ist, sich die Bedürfnisse verändern. Und außerdem, wir wollen doch nicht die Demokratie aufs Abgeben der Stimme aller paar Jahre an einer Urne reduzieren. Urne ist übrigens auch ein bezeichnender Begriff in dem Zusammenhang, hat sowas von beerdigen. Wir verstehen doch Demokratie viel mehr als Demokratisierung von Teilbereichen, also als Mitbestimmung im Büro, im Betrieb, als aktive Gestaltung des eigenen Kiezes, als Mitsprache in der Schülerinnenvertretung, in der Studierendenverfasstheit. Wir wollen doch Demokratie eben nicht Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern überlassen. Zur Muse. Ja, auch in linken Kreisen wird Muse gern abfällig als Spleen, als was Überkandideltes abgetan, beziehungsweise Muse steht im Verdacht, dass es doch eigentlich nur ein Synonym für Paula Fargs Recht auf Faulheit sei. Doch anstatt bei seinem Schwiegersohn nachzulesen, lesen wir lieber mal bei Marx selber nach, dazu heißt es in den Grundrissen. Freie Zeit ist die Zeit, die nicht durch unmittelbar produktive Arbeit absorbiert wird, sondern zum Enjoyment, zur Muse dient, sodass sie zur freien Tätigkeit und Entwicklung Raum gibt. Die Zeit ist der Raum für die Entwicklung der Fähigkeiten. Und weiter heißt es, die Ersparung von Arbeitszeit ist gleich Vermehren der freien Zeit, das heißt Zeit für die volle Entwicklung des Individuums, die selbst wieder als die größte Produktivkraft zurückwirft auf die Produktivkraft der Arbeit. Die freie Zeit, die sowohl Musezeit als Zeit für höhere Tätigkeiten ist, hat ihren Besitzer natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt. Und als dies andere Subjekt tritt er dann auch in den unmittelbaren Produktionsprozess. Also als anderes Subjekt tritt er, ich füge hinzu und sie, dann in den Produktionsprozess. Ich lese dies so, dass Arbeit an sich selber, das Muse, die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten auch dazu beitragen kann, die eigene Widerständigkeit zu erhöhen, ja Erkenntnisse zu erlangen, die uns stärken und vorbereiten auf das Ansetzen am Herrschaftsknoten. Muse, das Reich der Freiheit, ist also kein Luxus, sondern wichtig im Kampf. Dieser fordert die Verkürzung der Lohnarbeitszeit, das heißt es auch beim Marx in der Kritik der politischen Ökonomie, aber es bleibt immer ein Reich der Naturnotwendigkeit, jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jedem Reich der Notwendigkeit aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstages ist die Grundbedingung. Die Verkürzung des Arbeitstages ist die Grundbedingung. Hier wird Arbeitszeitverkürzung vor allen Dingen als Verkürzung des Arbeitstages eingeführt. Ja, die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung ist eng verknüpft mit dem Kampf um die 8-Stunden-Tage, um den 8-Stunden-Tag. Aber ich finde, heute ist es wichtig, immer wieder herauszuarbeiten, dass Arbeitszeitverkürzung ganz verschiedene Formen hat. Dazu gehören sowohl die kollektiven wie die individuell selbstbestimmten. Gerade angesichts des Wandels der Arbeitszeit, angesichts der Verschiedenheit der Lebenslagen, gehen natürlich die Wünsche vom Arbeitszeit weit auseinander. Wir wissen das zum Beispiel aus einer Befragung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Rund 25% wünschen sich zum Beispiel eine verkürzte Arbeitszeit jeden Tag, wenn es in 40% lieber einen Tag pro Woche mehr frei hätten. Und um nur einige Formen hier zu nennen, weil wir selber gerne in die Falle laufen, darunter immer nur die 35, die 30 oder die 20-Stunden-Woche zu sehen. Das ist ein wichtiger Teil, aber eben nur einer. Ein weiterer Form ist natürlich ein früheres Renteneintrittsalter. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Verkürzung von Ladensöffnungszeiten führt zumindest bei den dort Beschäftigten zu mehr Zeitsouveränität, beziehungsweise schafft überhaupt erst die Grundlage für gemeinsame Zeit für alle Familienmitglieder. Oder viertens, die Einführung von mehr Feiertagen. Ich finde nach wie vor der 8. März und der 8. Mai, die werden
schöne Tage für gesetzliche Feiertage. Es hätte auch den Vorteil, dass Selbstständige, die von tariflichen Vereinbarungen nicht profitieren, einige Tage mehr im Jahr hätten, an denen nicht das Gebot der permanenten Erreichbarkeit gilt. Auch mein Vorschlag, einen Elternbonus im Urlaubsgesetz einzuführen, wonach Mütter wie Väter alle 2 Monate einen Tag mehr hätten für Arzttermine, Behördengänge etc., steht in diesem Sinne. Ich bin noch, als ich mit dieser Idee durch die Lande gezogen bin, auf ein anderes Modell gestoßen. In der Landtagsfraktion von uns, da gibt es im Monat einen Lesetag für die Beschäftigten als Arbeitszeit. Ich habe das jetzt auch in meinem Abgeordnetenbüro eingeführt. Das ist natürlich bloß ein Symbol, aber es macht natürlich deutlich, einen Tag mal Zeit, Bewusstsein, um raus aus dem klassischen Hamsterrad zu kommen, für vertiefendere Lektüre, ist gerade auch für Linke, für emanzipatorische Politik wichtig. Und zu den bekanntesten selbstbestimmbaren Formen gehören natürlich auch zeitlich begrenzte Auszeiten wie Sabbaticals. Nun wäre es grundfalsch, die 4-in-1-Perspektive auf eine reine Arbeitszeitverkürzungsperspektive zu reduzieren. Es geht ja um viel mehr, es geht um die Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Ja, es geht auch um den Angriff auf eine der historischen Arbeitsteilungen. Wenn es zum Standard wird, weniger Zeit auch in den männlich geprägten Bereich der Erwerbsarbeit zu verbringen, bleibt eben mehr Zeit in der Woche für andere Tätigkeiten, die Pflege von Angehörigen. Ich finde, das ist auch eine wichtige Voraussetzung für eine Umverteilung zwischen den Geschlechtern. Es geht auch um Zeit für Muße, für die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten. Es geht darum, sich die Demokratie anzueignen. Solange jedoch die Verlängerung der Arbeitszeitpraxis ist, die Verdichtung von Arbeitszeit, solange ist das Leben allein meist sozusagen von der am Profit orientierten Erwerbsarbeit dominiert ist, hat es all dies schwer und insofern muss eine zentrale Aufgabe linker Politik der Kampf um Arbeitszeitverkürzung sein. Und letztlich geht es dabei auch um ein, wie André Gurz so treffend sagt, kulturgeschichtliches Projekt. Die Ablösung der Herrschaft des Kapitals ist ein kulturgesellschaftliches Projekt. Dieses Ziel darauf, den vom ökonomischen Kalkül regierten Bereich zu reduzieren und gleichzeitig den Bereich selbstbestimmter, selbstorganisierter Tätigkeiten auszudehnen, in denen sich die menschlichen Fähigkeiten frei entfalten können. Arbeitszeitverkürzung sollte also auch angelegt sein als Zuweisung der Macht über die Lebenszeit der Arbeitenden an die Arbeitenden selbst. Es geht also um Zeitsouveränität. Oder anders ausgedrückt, es geht um die Aneignung der Verfügungsgewalt über das eigene Leben. Ja, letztlich geht es um ein gutes Leben. Dass der Kampf um ein gutes Leben undenkbar ist, ohne die Kämpfe um Zeit, ist eine der vielen Erkenntnisse, die ich und nicht nur ich den Texten und den Gesprächen mit Frigga Haug verdanke. Wer sich nun mit dem eingreifenden Denken von Frigga auseinandersetzt, mit ihr gemeinsam Texte schreibt, Seminare durchführt, mit anderen Frauen diskutiert, wie wir einen Herrschaftsknoten ansetzen können, wer die 4-in-1-Perspektive in der Programmatik der Linken stärken möchte, selbst wer einfach nur auf La Palma Pilze sammeln geht, kommt nicht umhin, sich mit dem Begriff Arbeit auseinanderzusetzen. Und in fast jeder Debatte um den Arbeitsbegriff wird über kurz oder lang Engels zitiert oder zumindest der Titel seines 1876 geschriebenen Buches, Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affens. Neulich wurde mir dieser Buchtitel sogar in einer Talkshow entgegengehalten zum Thema Burnout. Im Übrigen als Kronzeugen für einen euphorischen Blick auf Arbeit. Wobei zwar Arbeit gesprochen wird, aber meist Lohnarbeit gemeint ist. Nachdem ich also auch bei Illner mit diesem Engelswerk konfrontiert war, dachte ich, jetzt muss man sich das doch nochmal genauer anschauen. Ich glaube, dieses Werk ist komplexer, als der Titel vermuten lässt. In diesem Buch führt Engels nämlich verschiedene Einflüsse an, die zur evolutionären Entwicklung beitrugen. Zum Beispiel, dass der aufrechte Gang, ein freierer Handgebrauch möglich wurde. Also, wie kam es zum freieren Handgebrauch? Dafür gibt es in der Evolutionsforschung viele verschiedene Thesen, die will ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht alle benennen. Ich will nur eine erwähnen, die mich besonders amüsiert hat, das ist namentlich die Monogamie-These. Diese besagt, dass die Bipädie, also der aufrechte Gang auf 2 Beinen, infolge einer monogamen Lebensweise entstanden sei, weil die Menschen seien monogam geworden, hätten dann tagsüber ihre Familie alleine gelassen, um nach Nahrung zu suchen und um die Nahrung wieder zurücktragen zu können zur Familie, hätten sie freie Hände gebraucht und so hätte sich das herausgebildet. So, bevor wir uns nun fragen, was diese Erkenntnis oder mögliche Erkenntnis jetzt für diejenigen bedeutet, die sich womöglich für eine polyamoröse Lebensweise entschieden haben oder gegen Monogamie verstoßen, da möchte ich zur Warnung anmerken, diese These ist sehr umstritten.
Fraglich ist aber auch, was wir mit folgender Aussage aus Engels Werk anfangen sollen. Zitat: Am wesentlichsten aber war die Wirkung der Fleischnahrung auf das Gehirn, dem nun die zu seiner Ernährung und Entwicklung nötigen Stoffe weit reichlicher zuflossen als zuvor. Und dass ich daher von Geschlecht zu Geschlecht rascher und vollkommener ausbilden konnte. Mit Verlaub der Herren Vegetarianer, der Mensch ist nicht ohne Fleischnahrung zustande gekommen. Es leuchtet sicherlich auch überzeugten Engels Anhängern und Anhängerinnen ein, dass es heute nun nicht mehr darum gehen kann, Vegetariern im Sinne ihrer Menschwerdung zum Fleischgenuss zu raten oder unbedingt die Monogamie zu predigen. Beides, denke ich, muss jeder und jede für sich entscheiden. Ich habe diese beiden Aspekte lediglich angeführt, um zu verdeutlichen, dass es bei den Debatten um den Umgang mit Arbeit heute uns nicht wirklich weiterbringt, wenn wir einfach den Buchtitel als Kronzeugen anführen. Das Buch zu lesen kann uns allerdings sehr wohl weiterbringen, auch weil darin einige Aussagen wie die folgenden enthalten sind. Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten nicht, dass sie damit die Grundlage zur jetzigen Verödung jener Länder legten. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht. Ja, selbst dieser Nutzeffekt tritt vollständig in den Hintergrund, der beim Verkauf zu erzielende Profit wird die einzige Triebfeder. Zitat Ende. Schmeicheln wir uns nicht so sehr mit unseren Siegen über die Natur. Ja, wenn wir heute über Arbeit reden, so können wir nicht schweigen zu dem Raubbau, den wir an der Natur üben. Und ich möchte in Anbetracht der wachsenden Stresserkrankung hinzufügen, es geht auch um den Raubbau an sich selber. Diesen doppelten Raubbau anzusprechen, ja seine Einstellung zu bekämpfen, erfordert ermutigende Perspektiven. Und ich finde, genau hier setzt die 4-in-1-Perspektive an. Die Kämpfe gegen diesen doppelten Raubbau sind eng verbunden mit den Kämpfen um Zeit, ja mit dem kulturgeschichtlichen Projekt der Ablösung der Herrschaft des Kapitalismus. Hannah Behrendt schrieb in ihrem Aufsatz Marxismus und Feminismus inkompatibel oder verwandt, dass Gabriele Dietrich zu jenen produktiven Marx-Kritikerinnen gehöre, die die unbezahlte Hausarbeit als Quelle des Mehrwerts identifiziert haben. Gabriele Dietrich hat eine Entdeckungsreise durch das Alte und Neue Testament unternommen und zu Perspektiven für eine feministische Theologie verarbeitet. Wir können sie jetzt mit einem Vortrag hören, der die aufrüttelnde Überschrift trägt: Denken und Handeln in Alternativen, um bei Verstand zu bleiben. Gabriele Dietrich. Liebe Frigga und liebe Freunde hier im Saal, dies ist ein ungeheuer bewegender Augenblick für mich, denn ich kenne Frigga schon seit 49 Jahren und wir sind aus der Ferne in Verbindung gewesen, in ganz undeutlicher Weise eigentlich, weil wir haben uns gar keine Briefe geschrieben oder sowas. Aber Frigga hat mich also ganz gewiss beeinflusst, als ich eine ganz junge Studentin war. Und seit Ende 71 bin ich aus Deutschland weggegangen. Also das war nicht der Plan, da wegzugehen, aber das war dann so. Und habe in Südindien gelebt. Und ich bin südindische Staatsbürgerin und bei uns gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Und ich habe seitdem nie auf Deutsch gesprochen. Also ich breche mir hier einen ab. Ich kann immer noch Berlinern, ist kein Problem. Aber über Indien auf Deutsch zu sprechen, das kommt mir nicht so leicht in den Mund. Und Ilse Laudan hat einen Artikel von mir übersetzt,
voriges Jahr, glaube ich, und der ist dann in Friggers Buch gegangen. Und da war ich erstaunt auch, wie Elsa diese, die ganze Terminologie auf Deutsch zu erobern hatte. Nicht? Die hatte da Schwierigkeiten mit. Und ja, ich versuche das jetzt mal auf Deutsch. Ich habe es auf Englisch geschrieben und Elsa hatte dann keine Zeit wegen der Buchmesse. Und ich musste es dann selbst übersetzen. Ich habe da also wirklich hart dran gearbeitet. Also ich fange jetzt an über den Herrschaftsknoten oder den Knoten der Macht, wie man ja auch sagen könnte, weil Herrschaftsknoten finde ich noch schwieriger mir vorzustellen. Die erste Passage heißt Die Schlinge des Henkers. Ich habe mehrere schlaflose Nächte verbracht über die Frage, wie wir uns den Knoten der Macht überhaupt vorstellen können. Wir haben es ja nicht nur mit Regierungen zu tun, sondern auch mit den anonymen Kräften des Marktes, den multinationalen Konzernen, Staatskapitalismen auf Weltebene agierend. Dies ist kein gordischer Knoten, den ein Alexander der Große mit dem Schwert zerschneiden konnte. Unglücklicherweise verfolgte mich auch das Bild der Henkersschlinge. Unter einem neuen Präsidenten seit einigen Monaten haben wir bereits zwei spektakuläre Hinrichtungen gehabt. Die von Ajmal Kasyap, der war überführt als einziger Überlebender der Terrorangriffe auf Mumbai. Und dann, viel schlimmer als dies, die Hinrichtung von Afzal Guru, der unter Anklage stand, den Angriff auf das Parlament in 2006 inszeniert zu haben, wofür aber überhaupt keine klaren Beweise vorlagen. Er ist aus Kaschmir und der ist jetzt kürzlich hingerichtet worden. Ich weiß nicht, ob das hier in den Zeitungen stand. Er wurde 2007 zum Tode verurteilt, während ein anderer Angeklagter, ein Professor Gilani, der in Delhi in der Universität Arabisch unterrichtete, der wurde freigesprochen, weil es wurde bewiesen, dass er unschuldig war. Afzal Guru konnte sich keinen Anwalt leisten. Er wurde bei Nacht und Nebel in Hast hingerichtet und verscharrt in einem anonymen Grab im Tihar-Gefängnis, ohne seine Familie zur rechten Zeit zu benachrichtigen, ihn ein letztes Mal zu sehen. Der indische Staat, einst von Gunnar Myrdal als ein weicher Staat beschrieben, zeigt nun seine Zähne als ein harter Staat angesichts der kommenden Wahlen von 2014. Wir können mehr Hinrichtungen erwarten in der nahen Zukunft, vor allem die für Rajiv Gandhis Mord verurteilten Santa Murugan und Peer Ariwalan. Die stehen da schon Schlange und sind aufgereiht. Da die gegenwärtigen hingerichteten Muslime waren, gab es Bombenattentate in Hyderabad mit 16 Toten und vielen Verwundeten. Es war auch nicht unwillkommen, dass die Attentate so breit in den Medien gedeckt wurden, dass das Augenmerk von dem erfolgreichen Generalstreik abgelenkt wurde, der gegen die steigenden Ölpreise, Inflation von Nahrungsmittelpreisen und Unterdrückung von Arbeitsrechten im ganzen Land stattgefunden hatte, auf breiter Basis. Die Fronten verhärteten sich im Blick auf Muslim-Terror gegen Hindu-Terror, während Wahlkampfpropaganda ihren Gang geht und die Arbeiter weiter schuften unter oft unmenschlichen Bedingungen unter Verletzung der existierenden Gesetzgebung. Gesetze haben wir, das ist nicht so das Problem. Die andere Frage, die mich zeitweilig wach hielt, war der Gedanke, was ist denn aber unsere eigene Rolle in alledem? Sind wir nicht alle darin verwickelt? Warum können wir den Wahnsinn nicht stoppen? Der Knoten der Macht ist fühlbar in unserem Familiensystem unter dem Diktat von Kastenwesen und Patriarchat, wo wir unglaublichen Graden von Gewalt begegnen und diese wie eine Naturgewalt akzeptieren, weil das Familiensystem unser einziger sozialer Schutzmechanismus zu sein scheint,
da der Wohlfahrtsstaat zum großen Teil gar nicht existierte oder inzwischen abgeschafft wird seit den späten 80er Jahren. Millionen von Frauen fehlen in unserer Bevölkerung aufgrund von Bevorzugung von Söhnen und selektiver Abtreibung oder auch Kindesmord oder gezielter Vernachlässigung. Die Sex Ratio, das heißt, wie viele Frauen per 1000 auf Männern, hat sich verschlechtert unter der neoliberalen Politik. Insgesamt, vor allem die, was wir sagen, also von 0 zu 6 Jahren, nicht? Die gebären einfach keine Kinder mehr, das ist bei uns so. Keine weiblichen Kinder mehr oder immer weniger. Und diese Tendenz breitet sich aus in allen Schichten der Bevölkerung. Früher waren das nur die Privilegierten, die das so machten, aber heute ist es breitet sich aus. Und dies führt zu mehr Gewalt. Und da gibt es viele Seiten davon. Und auch mehr Mitgiftmorde und Selbstmorde. Diese Tendenz unterminiert in einer Weise den Lebenswillen. Jetzt sage ich mal was über etwas, was Ihnen bekannter vorkommt. Der tragische Tod in Delhi, da haben Sie ja alle im Fernsehen drüber gehört, nicht? Das heißt, viele Aspekte dieser Situation wurden sichtbar nach der Gruppenvergewaltigung einer Studentin der Physiotherapie durch 6 Männer in einem fahrenden Bus in Delhi am Abend des 16. Dezember 2012. Die junge Frau hatte einen bewunderungswürdigen Lebenswillen und war in der Lage, trotz schwerster Verletzungen, also ihre Gedärme wurden herausgezogen, die Täter zu identifizieren, denn die hatten sich bei Namen gerufen. Sie starb an Infektionen und Organversagen am 28. Dezember. Die Empörung war enorm. Obwohl also Vergewaltigungen ständig bei uns vorkommen, nicht? Aber dieser eine Fall, weil das nun auch eine Mittelklassefrau war, das hat ungeheure, und es war ein fahrender Bus in der Hauptstadt, nicht? Das hat irgendwie einen enormen Effekt gehabt und Zehntausende protestierten in Delhi und vielen anderen Teilen des Landes. Die Wut richtete sich gegen den Staat, der als unfähig und gleichgültig erlebt wurde. Zehntausende strömten zum Sitz des Präsidenten Rasayna Hills und demonstrierten in allen Teilen der Stadt, trotz Versammlungsgebot unter Sektion 144. Das heißt, 4 Leute dürfen sich versammeln und nicht mehr. Und die sind aber zu Zehntausenden überall hingekommen. Die Menschen waren unerschrocken gegenüber Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken. Zum Entsetzen vieler Feministinnen gab es massenhaften Aufruf zur Todesstrafe. Eine alte Forderung der religiösen Rechten. Ein ehemaliger Ministerpräsident von Haryana wollte das Heiratsalter herabsetzen. Dann passiert das alles nicht. Co-Education und westliche Werte wurden schuldig erklärt. Die junge Frau war mit einem Freund ins Kino gegangen. Und Bharat, das heißt die ländliche Gesellschaft, wurde ausgespielt gegen India, die städtische Gesellschaft. Aber die Vergewaltigungen sind überall, nicht? Da die Regierung unter Druck stand, wurde eine Kommission gegründet unter dem früheren obersten Richter des höchsten Gerichtshofes des Landes, Justice Verma, der 80.000 Eingaben erhielt. Aber das sind ja nicht individuelle Eingaben, das heißt also Organisationen haben da hingeschrieben und das heißt, dass Millionen Menschen ihre Eingaben gemacht haben. Und das wurde innerhalb eines Monats bearbeitet, nicht? Es war ganz kurzfristig, 2 Wochen macht eure Eingaben und dann innerhalb eines Monats 80.000 Eingaben bearbeitet. Und es wurde ein ausgezeichneter Bericht von 650 Seiten, der dann veröffentlicht wurde, aber die Reaktion der Regierung war lauwarm.
Um Betroffenheit und Handlungseifer vorzuschützen, wurde ein Notbefehl erteilt, in dem viele der wichtigeren Forderungen unberücksichtigt blieben. Wir beschworen den Präsidenten, diesen Notbefehl nicht zu unterzeichnen, aber er unterzeichnete, wie bei den Todesurteilen. Nach wie vor gibt es keinen Schutz gegen eheliche Vergewaltigung oder Bestrafung für Vergewaltigung verübt von sogenannten Sicherheitskräften. Wir haben eine lebendige Demokratie unter großem Druck und äußerst dürftige Resultate von heroischen Kämpfen und Aufständen. Also, was tun? Natürlich gibt es kein sicheres Rezept für den Weg vorwärts. Wir sprechen mitunter von einem neuen Befreiungskampf in Kontinuität mit den antikolonialen Kämpfen von 1857 und eher im Süden und vielen früheren Aufständen und dem Kampf um die Unabhängigkeit im letzten Jahrhundert. Indien hat viele Aufstände erlebt und Parteipolitik ist nur ein Teil des Gesamtbildes. Jetzt spreche ich mal über People's Movements. Kann man auf Deutsch wieder nicht sagen, nicht? Volksbewegung hört sich ja ganz schrecklich an. Und soziale Bewegung ist aber auch nicht richtig, weil wir wollen ja auch die Ökonomie verändern und das politische Leben ist ja nicht alles nur sozial. Und ich bin in der National Alliance of People's Movements, die nationale Allianz dieser Volksbewegung, und da sind hunderte von Organisationen, die darin arbeiten. Ich habe seit Mitte der 90er Jahre sehr aktiv daran gearbeitet. Meine andere Arbeit ist mit einer Frauenbewegung in Südindien und ich bin in dieser Bewegung seit 1979. Also es sind alles langjährige Erfahrungen. Viele von Ihnen werden von den Kämpfen des Narmada Bachao Andolan gehört haben. Das ist die Bewegung zur Rettung des Narmada-Flusses gegen all diese großen Dämme da. Und auch, es ist auch eine bekannte Größe, ist auch die nationale Fischerei, das nationale Fischereiarbeiterforum. Seit den 80er und 90er Jahren sind eine große Anzahl solcher Bewegungen zusammengekommen in der Nationalen Allianz von Volksbewegungen im Kampf gegen den Washington-Konsensus, Dunkeldraft, WTO, also Welthandelsorganisation, und die Diktate der Weltbank und der Corporations, deren Vorschriften sklavisch verfolgt werden, während die Regierenden die soziale Verantwortung abbauen und die Distanz zwischen Armen und Reichen immer größer wird. Da stand da heute im Neuen Deutschland auf der Frontseite, wie toll das in Indien und Brasilien ist und so, in China auch, ja. Und wieder mehr für soziale Gerechtigkeit, ich weiß nicht, getan würde. Wie das dahin gekommen ist, ist mir also nicht ganz klar. Da ist irgendein Missverständnis dran. Die Inflation der Nahrungsmittelpreise, das ist nur, weil der Mann, der geschrieben hat, der war so ärgerlich mit Frau Merkel, nicht? Aber wir sind eher wohlgesonnen, weil sie die Atomkraft abschaffen will, nicht? Also das sieht sich also aus verschiedener Sicht verschieden. Und die Inflation der Nahrungsmittelpreise führt zu Hunger. Und das öffentliche Verteilungssystem ist gefährdet. Die Wasserkrise ist akut, die Landwirtschaft ist gefährdet und Trinkwasserversorgung steht in Frage. Wir haben auch also, die Bauern nehmen sich das Leben, nicht? Also 150.000 im Jahr oder so. Viele sind abhängig von Bohrbrunnen, aber der Wasserspiegel sinkt und Elektrizitätsspiegel. Spannungen sind extrem bis zu 16 Stunden am Tag. Und bei uns ist es so 40 bis 42 Grad, wo ich lebe. Und die Antwort der Regierung auf diese Krise sind Nuklearanlagen. Darum ist einer der wichtigsten Kämpfe in unserem Lande der Aufstand der Fischer in Edindekarai gegen 2000 Megawatt VVR
1000 Reaktoren importiert aus Russland. In Osteuropa gibt es VVER-Reaktoren auch 350 und so. Die haben da eine andere Nummer und die Technologie ist ein bisschen verschieden. Früher dachte man, dass Tschernobyl-Reaktor sicherer sei als VVER-Reaktor. Also da jongliert man mit Technologien. Der Kampf begann seit 1988, also 2 Jahre nach Tschernobyl haben wir den Vertrag gemacht, diese Reaktoren zu kaufen, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber der Kampf wurde intensiviert nach der Fukushima-Katastrophe und zum neuen Jahr, ich habe das neue Jahr in Identikarei verbracht, da versammelten sich etwa 8000 Menschen, obwohl auch dort Versammlungsverbot nicht mehr als 4 erklärt worden war. Das war kurz nach dem Tode von Jyoti Singh Pandey, der tapferen Frau, die in Delhi vergewaltigt wurde. Viele Menschen wurden von der Polizei daran gehindert, das Gebiet zu betreten. Dessen ungeachtet waren etwa 8000 Menschen zusammengekommen. Kudankulam Polizeistation könnte ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden, weil 14000 Menschen des Krieges gegen den Staat angeklagt sind. 19000 sind angeklagt wegen Sedition, das ist Landesverrat, glaube ich, auf Deutsch. Und 18000 registriert für Mordversuch, ist aber nicht eine einzige Leiche gefunden worden. Während die Bewegung strikt gewaltlos vorgegangen ist. Während der Neujahrsveranstaltung war auch Dr. Binaik Sen anwesend, der Kinderarzt, der mehrere Jahre im Gefängnis in Chhattisgarh verbracht hat, im Wesentlichen, weil er seine Pflicht getan hatte als Generalsekretär für People's Union of Civil Liberties. Das ist ein Menschenrechtsaktivist. Er wurde angeklagt, Naxalit zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Naxaliten sind, aber das ist der bewaffnete Aufstand, nicht? In seiner Rede wies er darauf hin, dass unsere Energieproduktion mit dem Blut von Menschen bezahlt wird. Am 10. September 2012 hat es eine gewaltsame Intervention der Polizei gegeben, in der viele Leute verwundet wurden. Ein Fischer wurde erschossen und ein anderer stürzte. Da war so ein Flugzeug sehr niedrig, der hat sich rübergebeut, fiel auf einen Felsen und starb, brach sich den Schädel. Narmada-Kämpfer, die vor kurzem, also Narmada, das sind die Leute gegen die Dämme, nicht? Die vor kurzem 17 Tage, müsst ihr euch mal vorstellen, im Wasser gestanden hatten, die haben nur immer nachts 4 Stunden geschlafen, aber den ganzen Rest der Zeit 20 Stunden im Wasser für 17 Tage im Winter. Nahmen teil, Bhopal-Gasopfer symbolisierten die Frage von Reparationen im Fall von Unfällen durch Import gefährlicher Technologie. Über Bhopal werdet ihr gehört haben, nicht? Das ist das größte industrielle Desaster auf dieser Erde, glaube ich. Viele von uns kommen zusammen in der NEPM, also diese nationale Alliance of People's Movements. Und diese Menschen repräsentieren Adivasis, also weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das sind also Tribals, wie sagt man das, weiß ich nicht. Ja, aber das klingt schrecklich, nicht? Ja, also weiß ich nicht. Okay, und Dalits, also Ex-Untouchables, Bauern, Arbeiter im sogenannten informellen Sektor. Bei uns sind 49% der Arbeiterklasse im informellen Sektor und nur 6% im organisierten Sektor. Und dann natürlich auch Frauenbewegungen sind sehr wichtig da drin. Ideologisch gibt es verschiedene Richtungen von Gandhianern, Ambedkar-Anhängern, Loya-Sozialisten, Sozialisten, Marxisten verschiedener Richtung, vielerlei ökologische Bewegungen vereint im Kämpfen und auf der Suche nach gemeinsamen Grundlagen. Jetzt möchte ich etwas sagen über Bündnisse zwischen internen Kolonien. Rosa Luxemburg in ihrem Buch über die Akkumulation des Kapitals stellte die Frage, ob der Kapitalismus ohne Kolonien auskommen könne. Sie kam zu dem Schluss, dass Kapitalismus die anhaltende ursprüngliche Akkumulation durch Raubbau oder Plunder braucht und darum interne Kolonien ausgebeutet werden müssen. In den 80er Jahren, kann ich mal einen Schluck Wasser haben?
In den 80er Jahren gab es eine Debatte in Indien über diesen Ansatz. Frauen, die letzte Kolonie. Das war ein Ansatz, den Maria Mies und andere Feministinnen der sogenannten Bielefelder Schule vorwärts getragen haben. Und Maria hat natürlich für eine lange Zeit in Indien gearbeitet und die anderen in Lateinamerika. Also das war alles stark auf Feldforschung basiert. Und die haben also Maria und dann auch Kumari Jayawardena und eine ganze Menge andere Leute haben unterrichtet in diesem Research Institute, Institute of Social Studies in Den Haag. Und da haben viele indische Feministinnen dann auch diese Debatten aufgenommen. Und das Buch ist, das war ganz einflussreich in den 80er Jahren. Meine eigene Position in dieser Frage ist, dass Frauen nicht die letzte Kolonie sind. Wir müssen uns verbünden mit den Überlebenskämpfen von Adivasis, Dalits, Bauern, Indigenen im Nordosten des Landes, den Arbeitern im informellen Sektor, die alle interne Kolonien sind, die aber ihrerseits wiederum Frauen kolonisieren innerhalb je ihrer spezifischen Kultur, die aber andererseits versuchen, die Überhand zu gewinnen im Kampf von Verteidigung des Lebens und der Lebenserhaltung. Denn die kämpfen auch alle um Boden, um Wasser, um Wald und Bodenschätze und um was für eine Landwirtschaft gemacht werden kann. Die große Schwierigkeit ist, dass jede dieser Gruppen ihre eigenen Formen von Patriarchat aufrechterhalten und dass Frauen dadurch auch entzweit werden durch Identitätspolitik. Der gemeinsame Kampf ist um Leben und lebenserhaltende Grundstoffe. Die Frauenorganisation, zu der ich gehöre, war in frühen 90er Jahren zutiefst inspiriert von der Tatsache, dass der Kampf gegen den Narmadadam, in dem Kampf gegen den Narmadadam, die Adivasis in der Lage waren, die Weltbank zu verjagen. Das sind alles Leute, die machen also im Wald Agriculture und die sind nicht so unerhört, also die sind nicht literate, nicht? Die können gar nicht notwendigerweise lesen und schreiben. Aber denen gelang es, die Weltbank zu verjagen. Und wir haben uns dann da eine Scheibe von abgeschnitten und es gelang uns, die Zerstörung von Slums zu verhindern. Da waren Weltbankprojekte in unserer Stadt, wo die also Ordnung machen wollten und das haben wir dann verhindert. Vor 2 Jahren gelang es uns in Chennai, eine 16 Kilometer lange Küstenautostraße zu verhindern, die Fischerei und das Ökosystem ruiniert hätten. Diese Methode des Kampfes erfordert ständige Mobilisierung, Bereitschaft in Land und Stadt auf die Straße zu gehen, das Recht auf Information gezielt zu gebrauchen. Wir haben eine ausgezeichnete Gesetzgebung über Recht auf Information. Und Menschenrechtsverletzungen ständig nachzuweisen. Gerade während ich hier bin, ist ein gewaltiger Yatra, weiß ich nicht, wie man das sagt, ist wie eine Prozession, nicht? Aber das kann auf Fuß oder zu Fuß oder in Vehikeln geschehen, von Mumbai nach Delhi, weil es da einen neuen Industriekorridor geben wird. Und auch mit SIZ, ne, also Special Economic Zone und all diesen Sachen. Und das würde die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen zerstören und enorme chemische Giftstoffe in die Natur entlassen. Nicht? Aber da wird bei uns also in großem Stil mobilisiert. So, ich schließe mit Produktion von Leben und Lebenserhaltung anstatt Produktion für Profit. Die Teilnahme von Frauen in all diesen Aufständen, das ist auch nochmal mit dem neuen Deutschland, nicht? Also all diese in China inbegriffen und unser Land inbegriffen, das ist total profitorientiert. Nicht? Das ist eine ganz andere Weise, die Gesellschaft ins Blickfeld zu nehmen. Die Teilnahme von Frauen in all diesen Aufständen ist sehr zentral, der Angriff des Staates und der Corporations sich direkt auf Land, Wasser und Wald
richtet. Dies sind die Lebenssysteme, die für die Produktion von Leben und Lebenserhaltung zentral sind. Frauen arbeiten in der Landwirtschaft, haben aber meistens keine Landrechte. Aber sie können auf der Dorfebene, da haben wir ein Amendment von der Verfassung gehabt, haben sie 33% von Reservierungen, und das hat geholfen, die Teilnahme von Frauen an der Basis zu stärken. Aber nicht im Parlament. Im Parlament haben die es noch nicht hingekriegt, um wenigstens 0,25% Frauen zu haben. Nee, das ist nicht drin. In den nordöstlichen Staaten in unserem Land, wo eigentlich Frauen mehr Bewegungsfreiheit haben, wird der politischen Beteiligung von Frauen enormer Widerstand entgegengesetzt, aus kulturellen Gründen. Frauen sind vornehmlich in dem Bereich zu finden, der im traditionellen marxistischen Sinne Reproduktion genannt wurde und von dem wir aber vorgezogen haben, von Produktion von Leben und Lebenserhaltung zu sprechen, was Marx natürlich auch getan hat, ne? Um deutlich zu machen, dass dieser Bereich als die Basis des gesamten Produktionsprozesses anerkannt werden muss, da ohne diese Produktion keine neuen Generationen und keine Arbeiterklasse vorhanden sein würde und die uneingedämmte Zerstörung der Natur nicht aufgehalten werden kann. Da die Produktion des Lebens und der Lebenserhaltung sich innerhalb der Familie und des Verwandtschaftssystems abspielt, wird die Sphäre oft als privat angesehen, obwohl der Staat ständig massiv eingreift mit Bevölkerungspolitik und religiöse Institutionen auch Kontrolle ausüben. Wir erfahren gegenwärtig drastische Veränderungen in unserer Sozialstruktur. Das Großfamiliensystem ist im Abbau begriffen und verwandelt sich in ein System von, was wir Nuklearfamilien nennen, Kleinfamilien, sagt man hier. Es gibt eine sehr merkbare Verschlechterung der jugendlichen Sex-Ratio, habe ich schon gesagt, also 0 up to 6. Und also dieses Ansteigen der Gewalt, über das ihr ja alle informiert seid, ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Gleichzeitig überflutet uns das Fernsehen mit sexistischer Reklame, Soap-Operas, Gewalt, eine Gehirnwäsche, die nur durch die anhaltenden Elektrizitätsausfälle etwas Erleichterung erfährt. Wenn einige Gemeinschaften versuchen, eine kulturelle Revolte hervorzubringen durch das Praktizieren von Mischheiraten, ein Pfad, welches Dr. Ambedkar, der Vater der Verfassung, propagierte als Schlüssel zur Abschaffung von Kasten, kann es zu gewaltsamen Gegenmaßnahmen führen. Vor einigen Monaten gab es einen vernichtenden Angriff auf 5 Dörfer im Dharmapuri-Distrikt von Tamil Nadu, wo hunderte von Häusern dem Boden gleichgemacht wurden, verbrannt, Bildungsabschlüsse und Kastenzertifikate dem Feuer zum Opfer fielen, Gold geraubt wurde und ganze Familien obdachlos und mittellos zurückgelassen wurden. Und ein Dalitmann ist auch ermordet worden, weil er eine Frau von sogenannter höherer Kaste geheiratet hatte. Das ist, um Dalits auf ihren Platz zu verweisen und um, also diese Mischehen waren an sich in der Gegend ganz üblich, weil da auch radikalere Kräfte am Gange waren. Der Kampf, die Subsistenzproduktion unter die Kontrolle der lokalen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, ist oft missverstanden worden in linken Kreisen als eine Romantisierung von Rückständigkeit. Worum es aber wirklich geht, ist das Menschenrecht auf Naturvorkommen, Land, Wasser, Wald, das Recht, Nahrung zu produzieren mit eigenem Saatgut und eigenen Kenntnissen um den Boden, um Wald und Wasser und um diese Naturkräfte zu beschützen und zu bewahren. Ein Marktsystem, das Gemeingüter raubt und zerstört und alles und alle zur Ware macht, hat mörderische Wirkung. Der Aufstand für das Leben, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie muss Gewalt, Korruption und Hoffnungslosigkeit überwinden und muss ständig neue Fähigkeiten zum Eingreifen entwickeln. Die Macht zur Umwandlung muss von unten wachsen. Dies geschieht in einer Myriade von Kämpfen und Aufständen.
in denen neue Strukturen ständig geschaffen werden. Dankeschön. Ganz feministisches Lied auch. Und das heißt, wir müssen Klarheit im Geiste haben und Entschlossenheit in unseren Handlungen. Wir müssen unsere Augen aufhalten. Frauenbefreiung brauchen wir. Und wir müssen die Landwirtschaft und die Arbeitskraft beschützen. Und wir wollen den Himmel auf die Erde bringen. Und die Wahrheit muss siegen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, weil wir werden ja so viel belogen, nicht? Mana di luru di vendum vacini le ini mai vendum ninai vunalve vendum nerungine porul caipare vendum canavu mi pare vendum Kalvasamavde virai vilvindum, danamum inbamum vindum, daranili perumai vindum, canterandide vindum, cariatil urdi vindum, penvidutalai vindum, Peria cada vulcaque vindum, man paianura vindum, vana caminga tempere vindum, un mai nindrire vindum, un mai nindrire vindum. Thank you. Wunderbar. Vielen Dank, Gabriele Dietrich. Vielleicht sollte das neue Deutschland auch Audio-Files auf der Online-Ausgabe einstellen, damit man zum Austausch, der offenbar sehr, sehr dringend ist, weiter anregen kann. Ich finde sehr schön, dass Gabriele Dietrich daran erinnert hat, wie die Verquickung von staatlicher Repression und sexualisierter Gewalt gegen Frauen in Indien und auch in anderen Orten der Welt passiert und zugleich aber eben auch die Widerstandsform und verbunden mit dem Appell, dass in diesen Widerstandsformen Bündnisse passieren müssen mit antipatriarchalischen Kämpfen, mit Kämpfen für soziale Bedürfnisse. Das ist einfach wirklich ein interessanter und ein wichtiger Appell. Und das ist natürlich eine Sache, die schwer zu machen ist, aber ich bin sehr, sehr dankbar und es ist auch klar, dass wir diesen Austausch dringend benötigen. Es gab sozusagen schon, das finde ich sehr schön, als Überleitung für unseren letzten Impulsgeber hier in dem Nachmittagspanel, den Versuch, das Motiv der Herrschaftsknoten mit der Poetik in Austausch treten zu lassen. Volker Braun, Philosoph und Autor, hat, wie ich finde, den verrücktesten Roman über Herrschaftsstrukturen im realen Sozialismus der DDR geschrieben. Sein Hinze- und Kunze-Roman erzählt wie beiläufig auch ganz Eigenwilliges über Geschlechterverhältnisse, nämlich von weiblichen Romanfiguren, die sich beruflich qualifizieren, nur um der zensierenden Literaturprofessorin damit eine leuchtende Figur in einem für sie unerträglichen Stück Literatur zu präsentieren. Das Scheitern demokratischer Aufbrüche seziert Volker Braun nach 1989 mit seinem Schwarzenberg-Stoff. Es wäre vieles über ihn zu sagen als Autor, als Philosoph, als Dichter. Er ist mit Frigga Haug und mit Wolfgang Fritz Haug mindestens, denke ich, durch die Zeitschrift Das Argument verbunden. Wir erleben Volker Braun jetzt mit einer Lesung und er sagt uns selbst, was er lesen möchte. Volker Braun. Liebe Frigga, lieber Wolf, ich schließe direkt an die Diskussion an und gebe Chu Yun das Wort, einem Dichter und Heerführer aus dem Reich Qin. Als Alexander der Grieche
schleifend sein Heer über die Schwelle Asiens in Gordion stand, altem Fleck in Phrygien, brachte man in sein Zelt ein verwickeltes Seil, verknotet vor Urzeiten mit Worten, wer es löst, wird siegen. Die Phrygier, vor sie sich hängen ließen, schoben einen toten König vor als Urheber namens Gordias, vermutlich in der Panik erfunden. Alexander, blass bis unter den Helm, sah das Ding unlösbar. Am anderen Morgen mit dem Schwert zerhieb er den Knoten und gelangte nach Indien. So der Barbar, dem König Yuan von Sung, im Haushalt tätig, fettleibig, schenkte ein Mann aus Lu ein ähnliches Gewirre ohne Anlass. Der König gab Befehl, man möge nun das Ding zu lösen kommen. Wie anzunehmen aus unserer Verknotung dieser Storys, kam man nicht zu Rande. Einer der vielen Redner, Schüler wieder des Redners, Er Shuo, knüpfte halbblind schon das halbe Knäuel auf, erklärend jetzt mit seligem Grinsen dem atemlosen Yuan, dass er die Lösung habe, nämlich die Lösung sei, der Knoten sei unlösbar. Womit man sich zufrieden gab, die Hände vor dem Gewirr im Schoß in endloser Gegenwart und ohne Zukunft. Alexander allerdings starb auf dem Feldzug. Die Szene endete dann, ehe sich die Welt nicht umwälzt bis zum Dreck, ist sie uns heillos und der Rücken krumm. Was nicht für alle taugt, wird wieder stumm. Das Leben ist nicht mehr wert als sein Zweck. Das wurde 1979 auf der Bühne des Berliner Ensembles gesprochen und so lange währt unsere Freundschaft, für die ich zu danken habe und danken will, mit einem Gedicht, in dem eine dritte generöse Lösung gesellschaftlicher Konflikte gewagt wird. In Besitznahme der großen Rolltreppe durch die Medelliner Slumbewohner am 27. Dezember 2011. Ich höre in der berüchtigten Stadt Medellin, wo die unermessliche Armut kilometerweit ausschwert, ließ der Bürgermeister in der unbetretbaren Comuna 13 eine gigantische Rolltreppe bauen für sage und schreibe 5 Millionen, um dem fußgängerischen Pack da oben in der dünnen Luft das Treppensteigen zu ersparen. Den 12.000 Hochgeborenen wurde ein Teppich ausgerollt, auf ihren stinkenden Steilhang, die Hölle genannt, aus unverrottbarem Stahl bis auf den Müllberg zu ihren drunter und drüber Künften. So erreicht sie der technische Fortschritt in ihrem Mangeldistrikt, den das Mehl und die Milch meiden. Auch das Licht legt hier nur den Schatten ab, aber diese Riesentreppe versteigt sich wie ein Bergbach, eine Silberader zu den Elenden. Ich sehe sie behutsam auf die Stufe treten, mit der ganzen Sohle und staunend stille stehen, weil diese Eisenleiter wortlos für sie bereitsteht und sich ihren Füßen anbequemt. Von welchem Zauber immer getrieben, setzt sie ihre leichten Leiber in Bewegung zwischen nackten Backsteinwänden über den Wellblechdächern, die mit Steinen beschwert sind. Unversehens, mit tausend nicht getanen Schritten in tödlicher Ruhe, wie zur Schau gestellt auf dem selber laufenden Laufsteg, gelangen sie ohne zu schwitzen, ohne Atemnot, in die schwindelerregende Höhe von 28 Stockwerken oder werden von dort herab katzenschnell vom Rand ins Zentrum getragen. Welche
Erhebung aus dem Dreck. Welch einfacher Tag scheint zu beginnen. Minuten ohne Verzweiflung, Momente ohne Mord. Die Weggeworfenen werden aufgerafft und befördert zwischen den Welten, Hölle und Himmel. Zurückgekehrt, wie es heißt, in die Zivilisation, eingesogen in den großen Kreislauf. Die unvordenkliche Lösung, in keiner Stadt je gesehen, das Unvereinbare zu verbinden. Welche Erfindungen müssen gemacht werden? Konstruktionen über den Felsenrücken der Bedrückung, Fahrstühle, Falltüren, um das Elend zu versenken, fantastische Aufstände, Niederwerfungen allen Unrechts. Vielen, vielen Dank, Volker Braun. Ich habe leider das Unprofessionellste getan, was eine Moderatorin tun kann. Ich habe zwischendurch nicht mehr auf die Uhr geschaut. Und wir sind ein bisschen wirklich über der Zeit. Ich glaube nicht grundlos. Ich glaube, dass uns das gut tut. Und wir können mit diesen Impulsen jetzt in eine etwas größere Pause gehen. Aber ich muss mal sanft zurückfragen, wie lange wir jetzt die Pause machen. Halbe Stunde ist jetzt die Ansage und wir treffen uns 5. Das Essen ist vor der Tür, sage ich jetzt an, ist alles aufgebaut. Wir können die Impulse mitnehmen und den ersten Austausch für uns alle beginnen. Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse, das war alles jetzt auch in diesen Ausschnitten schon wieder als Motiv zu hören. Wir setzen mit den Annäherungen an die Herrschaftsknoten fort. Und ich bitte jetzt in dieser zweiten Runde nach vorn Melanie Stitz, Laudan, Sibylle Stamm. Melanie Stitz wird jetzt beginnen. Sie ist Kollegin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in der Landesstiftung in Nordrhein-Westfalen. Melanie Stitz sagt von sich selbst, das Wichtigste darüber hinaus ist ihr die Arbeit an der Zeitschrift Wir Frauen. Seit 14 Jahren ist sie bei diesem einmaligen Forum für linken Feminismus und außerparlamentarische Frauenaktionen dabei. Seit 3 Jahren gibt sie gemeinsam mit Florence Arvé den Wir-Frauen-Kalender heraus, der viele Frauen seit 3 Jahrzehnten begleitet. Sie ist hergekommen und spricht, das Motiv war ja eben schon zu hören, über das Lernen, Knoten zu entwirren. Melanie Stitz. Ja, ich möchte gerne sprechen über das Lernen. Lernen, wie man Knoten löst oder auch Lernen als Entfesselungskunst. Also ich hatte zwischendurch in der Vorbereitung so das Bild von Houdini im Sinn, der irgendwie in schwere Eisenketten gelegt, dessen Überleben davon abhängt, sich möglichst schnell zu befreien. Zudem ist das einfach eine Erfahrung, die ich mit Frigga und mit vielen anderen hier im Raum schon seit einigen Jahren teilen darf, das Miteinander lernen. Freud und Leid, Lust, viel Spaß dabei und davon möchte ich einfach erzählen, wobei ich glaube, dass viele von euch und Ihnen wahrscheinlich auch schon auf ähnliche Weise in Lernprozesse verwickelt worden sind. Eines der nachdrücklichsten und folgenreichsten Lernerlebnisse für mich war die plötzliche Einsicht, dass ich nicht ein Opfer der Machenschaften anderer war, sondern selbst mein Leben in einer Weise dirigierte, dass ich mir die Bedingungen schuf, die mir ohne weiteres Nachdenken nachteilig vorkam. Mit diesen Worten beschreibt Frigga die Quintessenz eines Lernprozesses, den sie mit Ein Raum für mich betitelt hat. Frigga hatte Virginia Woolf's A Room of One's Own gelesen und dessen Botschaft sofort bejaht, sagt sie selbst. Jede Frau braucht einen Raum für sich, einen Raum, deren Tür man hinter sich schließen kann, um ungestört zu lesen und zu arbeiten. Um einmal nicht für andere da, sondern Zweck an sich zu sein, um ein Mensch zu werden. Präzise beschreibt Frigga, wie sie von dieser Einsicht ausgehend glatt und widerspruchsfrei ihre gesamte Lebensgeschichte als permanente Raumverweigerung zu erinnern beginnt.
Auch während sie so denkt und schreibt, steht ihr Schreibtisch im allgemeinen Wohnzimmer. Die Tür im Rücken stets offen, ein Ohr bei den Arbeitsgruppen, die im Hause ein- und ausgehen. Mit im Raum spielt die Tochter und ist so unter Aufsicht. Inmitten ihrer Empörung und Zurechtlegung fällt Frigga plötzlich ein, dass da im Haus noch ein Zimmer leer steht. Sie greift ihre Schreibmaschine und zieht um. Eine Geschichte, wie sie das Leben alle Tage schreibt. Wir lesen ein kluges Buch, erkennen unsere Situation als Unterdrückte und setzen uns zur Wehr. Wir erkämpfen das Wahlrecht und sind fortan gleichberechtigte politische Wesen. Wir erstreiten das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und bestimmen nun selbst über unseren Bauch und unsere Fruchtbarkeit. Kein Ehemann hat mehr das Recht, unseren Arbeitsvertrag zu kündigen. Wir sind also ökonomisch unabhängig. Was wollen wir noch? Zweifelsohne, es ist die gesamte stets umkämpfte Architektur der Verhältnisse, in denen wir gefangen sind. Rechte, die uns vorenthalten werden, Grenzen, die unsere Bewegung einschränken, die grobe Gewalt, die uns widerfährt. Und dennoch ist es ja mit formalen Rechten und allgemeinen Möglichkeiten alleine nicht getan. Leichtfertig und vorschnell behaupten wir und andere uns als frei, obwohl Freiheit doch erst das Ergebnis von Befreiung sein kann. Wie erging es nun Frigga mit ihrem gegen erstaunlich wenig Widerstand errungenen, wie sie schreibt, eigenen Zimmer? Sie beschreibt die Unruhe, die Übung und die Zeit, die es brauchte, um derart abgeschieden zu arbeiten, um nicht nach unten hin zu lauschen, sich nicht zerrissen zu fühlen. Sie lernte. Der Gedanke von Virginia Woolf über das eigene Zimmer war nicht falsch, aber unzureichend. Niemand hatte mir ein Zimmer vorenthalten, sondern ich selbst hatte dafür gesorgt, dass ich wie eine Art Spinne im Netz überall zugleich sein konnte, überall Augen, alles unter Aufsicht. Einmal mehr formuliert Frigga hier die These von der Mittäterinnenschaft von Frauen. Mit dieser hat sie sich schon Anfang der 1980er Jahre nicht gerade überall beliebt gemacht. Die Idee der Mittäterinnenschaft findet einen ambivalenten Gebrauch. Sie ermutigt, sich nicht als Opfer zu fügen, sondern sich selbst als handlungsfähig zu begreifen. Sie tritt uns heute verzerrt entgegen als Eigenverantwortung, verquickt mit der Losung Anything Goes und so auch als Schuldzuweisung und Überforderung, reduziert auf eine rein psychologische Frage. Letztendlich stehen nur noch wir selbst unserem Glück im Wege. Offenbar wollen wir doch unsere Kinder gar nicht loslassen, keine berufliche Verantwortung übernehmen, keine Politik machen, immer nur klagen und dann doch nicht kandidieren. Wir kennen viele Argumente, warum das mit der Quote in der Partei und naja, lassen wir das. In vielen Vorträgen und Texten verweist Frigga auf Lenin, der vorgeschlagen hat, die Köchin solle den Staat regieren. Und ich zitiere Frigga. Und dazu hat Brecht gesagt, freilich müsste es dazu eine andere Köchin sein. Und ein anderer Staat. Vielleicht wäre es auch eine gute Idee, den Staat wie eine Küche einzurichten und die Küche wie einen Staat. Selbstveränderung und die Veränderung der Verhältnisse gehen Hand in Hand und bedingen einander. Veränderung beginnt hier und heute. Frigga fragt sich also, warum sie sich wie eine Spinne im Zentrum des Hauses postiert hat. Ich zitiere. Aber diese Allgegenwärtigkeit, die von Frauen als der Seele des Hauses sprechen lässt, hat ihre objektive Notwendigkeit. In einem Haushalt mit Kindern zudem, wenn sonst keiner ganz zuständig ist. Das fehlende Zimmer ist so auch Symbol für geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die zur Gewohnheit einer Persönlichkeit wird. Ganz entscheidend, ja geradezu erschreckend, war für mich, also Frigga, die Einsicht, dass ich selber die Zuteilung der Räume, meine eigene Positionierung strategisch geplant und durchgesetzt hatte. So treten die Arbeitsteilungen als Ursache von Verstrickungen zutage. Sie sind uns nicht äußerlich, sondern werden Gewohnheiten und Teil unserer Persönlichkeit. Und das seit Generationen. Frigga schreibt, wie Sedimentgestein legen sich die gelernten Stücke um die Persönlichkeiten und verhindern deren Aufbruch. Als es um das eigene Zimmer ging, erkannte Frigga, wie leicht es ihr gefallen war, Plausibilität herzustellen, Erinnerungen zu glätten, Widersprüchliches aus dem Bewusstsein zu eliminieren. Sie folgert daraus, wenn dir etwas plausibel erscheint, misstraue dir. Lernen ist ein, so Frigga, allmählicher Prozess, der einmal begonnen, sich immer weiter und in verschiedene Richtungen und Schichten entfaltet.
Das Wichtige ist, das Eis des Selbstverständlichen zu brechen durch sorgfältiges Erinnern. Der Stoff, aus dem wir lernen, sind unsere Erfahrungen. Aber Erfahrung selbst macht noch nicht klug. Erfahrung allein reicht vielleicht aus zur Konditionierung im Sinne von Versuch und Irrtum. Frigga entwickelt Lernmethoden, wie die Erinnerungsarbeit. Die Lernenden schreiben eine Erinnerung nieder von sich in der dritten Person. Zum Beispiel, als sie einmal nicht mehr von Feminismus sprechen konnte oder wollte. Oder als Frauenpolitik ihr einmal peinlich war. Von diesem Lernprozess habe ich sehr profitiert. Ein Dank an alle. Eines zumindest hier, die an dieser Frage mitgearbeitet hat und dieses Buch, das Dschungelbuch mitverfasst hat. Drei sind sogar hier, aber ich kenne die anderen nicht persönlich. In der Gruppe werden die Texte analysiert, durchkämmt nach Leerstellen und Auslassungen, vermeintlich plausiblen Schlussfolgerungen und doch noch durchschimmernden Widersprüchen. Gemeinsam wird aufgespürt, wie sich die Autorinnen, zum Beispiel ganz dem Zeitgeist folgend, als allein gegen den Rest der Welt konstruieren. Die Lernenden erfahren sich als Kinder ihrer Zeit und Töchter ihrer Mütter, als Mitwirkende und Drehbuchautorinnen ihrer Dramen, als verstrickt und zugleich doch in der Lage, die Fesseln zu durchtrennen. Und immer wieder wird deutlich, wir sind nicht so allein, wie wir uns fühlen oder fühlen sollen. Das Private ist politisch. Es gibt Erfahrungen, die uns verbinden. Sie sind zwar individuell und subjektiv, zugleich aber kulturell massenhaft. Die Lösung heißt nicht Selbstoptimierung, sondern kollektive Befreiung. Intensiv hat sich Frigga mit verschiedenen Lerntheorien auseinandergesetzt, hat sich dem Lernen selbst gewidmet, seine Bedingungen erforscht. Wichtige Beiträge dazu leisteten ihre Studierenden, die in Lerntagebüchern vorbehaltlos die Höhen und Tiefen ihres Lernens dokumentierten. Friggas Interesse richtet sich nicht auf das Lernen als bloße Sozialtechnik. Es interessiert sie, sofern es der Befreiung dient, sofern es Menschen ermächtigt, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Ihre Dissertation bezeichnet sie selbst als eine Art Kampfschrift gegen eine Pädagogik, die die Überwindung von Lernwiderständen anzielt, ohne dabei die politische Dimension der Befreiung der Lernsubjekte, die gemeinsame Gestaltung von Gesellschaft zu verfolgen, sondern die eher eine einfachere und bejahende Haltung zur Gesellschaft, in der wir leben, zum Ziel hat. So kritisiert sie an behavioristischen Ansätzen nicht Denken als vergnügliche Anstrengung, das kritisch sich aufs Gewohnte richtet, ist Weg und Ziel, sondern dass die Einzelnen Verhaltensweisen erwerben, mit denen sie möglichst gut leben können. Selbstverständlich bleibt die Frage außer Acht, ob es ein erstrebenswertes Ziel sein kann, in sehr schlechten Verhältnissen selbst gut zu leben. Verleugnung, Illusion, Verdrängung, sich einrichten in den Schranken oder oberflächlich widerständig die eigene Unterordnung bestätigen, wenn wir uns zum Beispiel, wenn auch unter lautem Protest, letztendlich aber doch darin fügen, Opfer zu sein. All das sind Strategien, mit denen wir darum ringen, in den herrschenden Verhältnissen kompetent zu sein. Befreiendes Lernen zielt im besten Fall also darauf, Handlungsfähigkeit und Initiative zu gewinnen. Das ist gleichermaßen lustvoll wie riskant. Wir verlieren dabei möglicherweise auch unsere Alltagstauglichkeit. Sehr schön fand ich das Bild von den Schnürsenkeln. Also wenn wir die dann mal aufgeknotet haben, dann verheddern die sich möglicherweise im Hamsterrad. Also solche Nebenwirkungen kann es dann geben. Das ist natürlich zu bedenken, dieses Risiko. Lernen bedeutet in einem so großen Ausmaß das Wegtragen alter Strukturen, die Entwöhnung von Gewohntem, die Vernichtung von Gewusstem, so Frigga. Aber, ich zitiere weiter, unter subjektiv und objektiv schwierigen Bedingungen gerät es Menschen zur Gewohnheit, lernwiderständig zu sein. Dies ist für die Konservierung menschenunwürdiger Zustände eine praktische Haltung, die ich Versteinerung genannt habe. Befreiendes Lernen zielt also auf Verlebendigung und führt zu Bewegung. Die Bewegungsform, schreibt Frigga, und hat uns das, glaube ich, alle auch schon erleben lassen, ist der Widerspruch. Es bleibt keine andere Hoffnung, das ist praktisch zu verstehen, theoretisch und methodisch. In widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen versuchen sich die Einzelnen auf eine Seite zu schlagen und müssen dafür die andere, soweit es geht, ausblenden, um nicht krank zu werden. Man kann die Einzelnen mit diesen einander widerstreitenden Botschaften hantieren und ihre Ruhe suchen sehen. Es leuchtet ein, dass die Hervorhebung von Widersprüchen selbst noch
keine Befreiung ist. Im Gegenteil wird sich die Unruhe verstärken. Die zur Kenntnisnahme von Widersprüchen ist vielmehr ein Ausgangspunkt, von dem aus Wege, die man jetzt erst wählen kann, gegangen werden können. Abwehr- und Widerspruchseliminierung aufrechtzuerhalten ist anstrengend. Die Gewohnheit, Eindeutigkeit herzustellen, in Gut und Böse zu denken, sich selbst als Opfer zu verorten, all das kostet Kraft. Und dies zu überwinden, setzt Energien wieder frei, die es erlauben, sich selbst als widersprüchlich zu erfahren. Die Idee, dass allein die Auseinandersetzung einer solcher Art Lernen immer weiter nach oben führt, ist in diesem Konzept kein mögliches Lernergebnis. Darauf weist Frigga hin. Vielmehr zeigt der zunehmende Weltaufschluss neue Ebenen von Widersprüchen, Schwierigkeiten, neue Blockierungen. Ich glaube, einige von uns können davon ein Lied singen. Man ist nie fertig. Wie also setzen wir den Hebel an, um Versteinerungen zu lösen? Indem wir sorgfältig erinnern. Indem wir dem eigenen Alltagsverstand misstrauen, innehalten, wenn etwas allzu einleuchtend erscheint, Vertrauen fassen in den eigenen Bon Sens, den gesunden Menschenverstand, beides wäre voneinander zu unterscheiden, also jenen subversiven Zweifel wahrnehmen und wagen, unsere anderen Erfahrungen zu vertrauen. Ist es wirklich die Konkurrenz, die das Überleben unserer Spezies sichert? Geht uns tatsächlich die Arbeit aus? Gibt es zum Kapitalismus wirklich keine Alternative? Sind das allen Ernstes neue Kleider oder ist der Kaiser etwa nackt? Wo nötig, Aufbegehren gegen Deutungshoheit, Wahrheitsanspruch und Wissenskanon, gegen den Mainstream der Überzeugung. Insbesondere Frauen kennen das ja. Wir bewegen uns ja oft auf fremdem Territorium. Da wage es mal eine zu sagen, ich verstehe Marx da anders. Und wenn wir schon bei Marx sind, in unseren Lernzusammenhängen hält Frigga immer wieder dazu an, Marx zu lesen und Luxemburg und Gramsci und vor allem immer wieder Brecht. Schließlich ist nichts praktischer als eine gute Theorie. Jeder Text ist eine Streitschrift, haben wir gelernt, entstanden in Auseinandersetzungen als Antwort, Kritik und Intervention. Nichts war und nichts ist unumstritten, abgeschlossen oder ewig wahr. Und stets gilt es zu fragen, inwiefern Menschen handelnd in den Texten vorkommen oder unterschlagen werden. Es ist nicht die Geschichte, die sich ereignet ohne uns darin. Es gilt, und das ist anstrengend, Text in eigene Worte zu übersetzen, ihn sich wirklich anzueignen, sich zu fragen, welche meiner Vorurteile werden jetzt in Frage gestellt. Eines meiner Lieblingszitate von Brecht, die ich auf diese Weise kennenlernen durfte. Gehen nach Orten, die durch Gehen nicht erreicht werden können, muss man sich abgewöhnen. Ist noch nicht zu Ende. Gehen nach Orten, die durch Gehen nicht erreicht werden können, muss man sich abgewöhnen. Reden über Angelegenheiten, die durch Reden nicht entschieden werden können, muss man sich abgewöhnen. Denken über Probleme, die durch Denken nicht gelöst werden können, muss man sich abgewöhnen. Wir werden hier also nicht dazu aufgerufen, noch mehr zu tun, die wir doch am Ende eines langen Tages im Hamsterrad ohnehin schon rechtschaffend erschöpft ins Bett zu fallen pflegen. Es gilt, selbstkritisch zu prüfen, was von unserem Tun, also Gehen, Denken oder Reden, keine Wirkung zeigt, ja gar nicht zeigen kann. Wozu ist denn das Denken und Reden gut, wenn es nicht eingreift und also ohne Folgen bleibt? Wo ist uns Denken und Handeln und Reden zur schlichten Gewohnheit geworden? Wir sollten uns das abgewöhnen. Ein Satz wie dieser ist gar nicht gut für die Moral. Ich weiß von einigen Genossinnen, die mittlerweile nicht mehr jede Gremiensitzung wahrnehmen. Als Lehrende, und das heißt mit uns Lernende, stiftet Frigga immer wieder Lernkollektive. Gemeinsam lernen können wir uns unterstützen und ermutigen, können wir einander aus Versteinerungen befreien. Einerseits. Andererseits wirken in der Gruppe eine ganze Reihe von Blockierungen hemmend.
auf Konkurrenz konditioniert, sollen wir hier solidarisch sein. Da draußen in Strömungskämpfen gegeneinander gestellt, wollen wir nun einander vertrauen, uns Blößen geben. Es gibt kein fair Lernen ohne Kritik und Selbstkritik, aber allzu oft erfahren wir Kritik als vernichtend, lieblos, im Kontext von Abhängigkeits- und Machtbeziehungen, als etwas, das unbedingt zu vermeiden ist, weshalb man stets auch nur Kluges und Richtiges sagen darf. Unverarbeitete Schulerfahrungen hemmen uns, äußern sich als Neid und Minderwertigkeitsgefühle, nähren unseren Wunsch nach Lob. Wir sind groß darin, uns klein zu machen. Wenn wir die anderen lediglich als Zeugen unserer Performance, als Kulisse unseres Scheiterns wahrnehmen, ermutigt uns das nicht. Wir selbst behalten unsere wohlwollend kritischen Gedanken vielleicht aus falsch verstandener Loyalität zurück und leisten so unseren Beitrag zu einem resonanzarmen Raum, in dem sich nichts bewegt. Und wenn wir doch nie genug sind, die Zeit so rar ist und die Aufgaben, die anderen, so drängend, wenn die eine oder andere einmal dem Privatisieren erliegt, wie gehen wir miteinander um? Auch im Kollektiv vollzieht sich das Lernen krisenhaft und nie einfach linear. Elementar ist es, so Frigger, das Lernen in eine Kultur des Umgangs mit Widersprüchen einzubetten. Noch einmal Frigger. Damit Unruhe als Glück und Aufruhr als gewollte Bewegung erfahren werden können, braucht es eine längere Einarbeitungs- und Lebenszeit. Lernen braucht Zeit. Diese Einsicht ist banal und doch von großer Bedeutung. Ich weiß von einigen in diesem Raum, wann immer wir zum gemeinsamen Lernen zusammengekommen sind, der Weg dorthin war voller Widerstände. Auch dann erfahren wir uns eingeschnürt im Herrschaftsknoten. Unsere Lernzusammenhänge sind prekär und äußerst kostbar. Noch einmal Frigger. Feinde des Lernens sind die herrschende Ordnung, der gleichschaltende und ausgrenzende Vergleich, die Tugenden, also die Moral, vor allem die Freiheitssuche, die Ordnungsliebe, der Alltagsverstand und die Erfahrung. Sie sind zugleich Material und Perspektive, Grundlage des Lernens. In diesem Widerspruch heißt es, sich humorvoll und vergnüglich bewegen, sodass Lernen eine Lust und ein Vergnügen wird. Viele hier im Raum streiten für die 4-in-1-Perspektive. 4 Stunden Zeit am Tag für Lernen und Entwicklung. Heiter und vergnüglich werden wir sie nutzen. Wir wollen fortfahren mit Eselau Dahn, Soziologin, Übersetzerin, Verlegerin, Lektorin, hat in Kulturbetrieben gearbeitet und sich auch zur Maschinenbauschlosserin ausbilden lassen. Sie schmunzelt. Sie studiert in Hamburg und verantwortet seit 1988 die Ariadne-Reihe im Argument Verlag, den sie inzwischen auch leitet. Sie ist die Tochter von Frigga Haug, sodass fast die Frage nahe liegt, ob die Beschäftigung mit Kriminalromanen erblich ist. Sie hat 2001 Best of Sex und 2004 Wie schreibe ich einen Krimi veröffentlicht. Heute spricht sie hier unter der Überschrift Die dunklen Knoten aufspüren, Kriminalromane als Baustein einer Politik des Kulturellen. Eselau Dahn. Ja, vielen Dank. Jede Unterdrückung, die nicht ausschließlich auf Zwang beruht, muss mit der Zustimmung der Unterdrückten rechnen. Und natürlich gehört das Kulturelle zu den Bereichen, die solche Zustimmung wirkungsvoll organisieren helfen. Vergnügen, Kultur, Unterhaltung, der Mensch braucht ein Gegengewicht zur Anstrengung des Alltags, zu dem Hamsterrad, das Melanie eben erwähnte, abends in der Badewanne entspannen. Trivialkultur wiederum, von der wissen wir eigentlich alle, dass ihre Moral stockreaktionär ist und dass die in ihr geschürten Sehnsüchte großenteils insbesere Frauen nur in Fesseln führen. Trotzdem sind Schmonzettenfilme, Krimis irgendetwas Wohltuendes. Es ist die Seite der Gefühle, der Sehnsucht und des Genusses. Abschalten und mitfiebern, das kann so gut tun und gerade da ist so viel Herrschaft eingebaut.
Vor 25 Jahren mittlerweile kamen aus England und den USA erste zarte Versuche, das Genre Krimi feministisch zu besetzen. Da stieß Frigga, die bekannt dafür war, in der Badewanne heimlich Krimis zu lesen, auf, wie dieses Schmökern eigentlich sündiger Genuss ist und wie viele von uns eigentlich dies nur heimlich tun können. Mit schlechtem Gewissen, weil wie kann man denn als Feministin triviale Spannungsliteratur lesen, in der Frauen nur als Opfer oder Trophäe vorkommen? Seit jeher, muss man dazu sagen, stellen Frauen den größeren Teil der Krimileserschaft. Die Statistiken, die ich kenne, berichten immer über 60, teilweise 70% der Menschen, die leidenschaftlich und viel Krimis lesen, sind Frauen. Aber bis vor 25 Jahren war das gesamte Genre durchsetzt von superreaktionären Geschlechtsrollen. Ein guter Krimi, das soll er ja, lässt mich mitfiebern und also fiebere ich mit einsamer Wolfermittlern und gewaltbereiten Machos. Na toll. Das ist ein ganz dunkler Knoten von der Art, wie wir unsere eigene Fremdbestimmung und Fremdorientierung ständig reproduzieren. An dieser Stelle kommt Antonio Gramsci wieder ins Spiel und sein Gedanke einer Politik des Kulturellen. Gramsci sagt, Ziel einer lebendigen Politik des Kulturellen muss es sein, die Aufmerksamkeit, die Achtung und Liebe der Öffentlichkeit zu erringen, sich ein Publikum heranzubilden. Und gerade die als trivial geschmähten Literaturgattungen, sagt Gramsci, sind für den Aufklärungsanspruch besonders ernst zu nehmen. Dazu muss, Zitat, das Vorurteil abgebaut werden, das den Popularroman in die Niederungen der Literatur verbannt. Denn durch dieses Vorurteil ist das Volk der Willkür von Spekulanten ausgeliefert, deren Vorgehen korrumpierend wirkt. Das Volk sind in dem Fall wir selbst, korrumpiert durch triviale Genüsse, die mit unserem politischen Wollen so gar nichts zu tun haben. Und also haben wir auf Friggas Initiative hin alle zusammen ein Frauenkrimi-Kulturprojekt gestartet und wir haben es Ariadne genannt, nach der Frau, deren Faden durchs Labyrinth führt. In diesem Projekt wollten wir sowohl die unsichtbaren Frauen der Genrehistorie aufspüren, die oft unter männlichen Pseudonymen immer schon Krimis geschrieben hatten, als auch die neuen feministischen Impulse und die neuen feministischen Krimi-Autorinnen in den deutschen Sprachraum bringen. Als Utopie hatten wir Krimis nicht nur als Lesegenuss, dem man heimlich frönt, sondern zugleich als politische Reflexion dessen, was wir wollen, als feministische Landgewinnung in der populären Kultur. Es ging darum, wie Gramsci sagt, konkret vorzuführen, dass man Besseres leisten kann und dass es möglich ist, um einen kulturellen Brennpunkt ein Publikum zu scharen, sofern dieser Brennpunkt wahrhaft lebendig ist und Wärme ausstrahlt. 1988 kamen die ersten drei Krimis raus und die Leserinnen reagierten unfassbar schnell, zahlreich und heftig auf dieses Projekt. Das war noch die Ära präelektronischer Kommunikation. Tonnen von Post trudelten im Verlag ein, die nahmen Stellung und nicht etwa bloß zustimmend, das finden wir gut, sondern vereinnahmend, aneignend, mitgestaltend. Davon mehr, das brauchen wir nicht. Davon unbedingt noch mehr. Könnt ihr nicht auch Krimis bringen, die in diesem Milieu, in jener Gegend spielen? Die Leserinnen forderten in Massen sofort den Ausbau der auf eine gewisse Weise radikalsten Form, die in unserem Startpaket war. Sie wollten Lesbenkrimis. Krimis, in denen das Weibliche als ganz stark gefeiert wird und Männer gewissermaßen dafür obsolet sind. Sogar in der Liebe, im Sex. Das fanden sie befreiend. Das wollten sie von uns. Es war insofern tatsächlich am schnellsten und leichtesten durchzubringen, eine Absage an Heteronormativität in den Krimis zu finden. Das war spontan populär. Und auch dies ist ein Indiz dafür, wie eng das Krimislesen mit dem Feld der Gefühle und Sehnsüchte verknüpft ist. Der Herrschaftsknoten im Geschlechterrollenkonzept wirkt die sich gerade emanzipierenden Frauen, wenn sie geliebt werden wollen. Und feministische Lesbenkrimis eröffneten zumindest eine Zeit lang einen ganz utopischen Ausweg aus genau dieser Schlinge.
Ariadne wurde also ein Riesenerfolg. In der Sprache der kapitalistischen Ökonomie hatten wir eine Marktlücke entdeckt. Und binnen nicht mal 10 Jahren wurde das neue Frauenbild einfach als Ergänzung in den Mainstream übernommen. Alle Großverlage legten sich Frauenkrimireihen zu. Ich weiß noch, furchtbar gelacht haben wir, als Bastei Lübbe Frauenkrimis die neue Reihe war, weil das war der Verlag, den man bis dahin für Lore-Romane kannte. Und da wussten wir auch, dass wir wirklich im Mainstream angekommen sind. Zugleich verschwand der breite kulturelle Rückhalt durch die Frauenbewegung und ihre Einrichtungen. Keine Frauenbuchläden, keine Frauencafés, keine Veranstaltungsorte mehr. Damit wurde die Situation wesentlich schwieriger, aber wir haben an Kulturzerstörung erreicht, deutliche Breschen zu schlagen. Kritik an Sexualverhältnissen, die Installierung einer lesbischen Heldin als Normalität im Krimi und Bruch mit der Selbstverständlichkeit der Orientierung auf als männlich wahrgenommene Berufe und Lebensweisen, wie zum Beispiel Detektiv, Kommissar und so weiter, und der Umgang mit dem Körper und mit der Sprache. Im feministischen Projekt Ariadne geht es aber um mehr und deswegen mussten wir weitermachen. Es geht nämlich um eine Kultur, in der Frauen aufrechten Ganges strategische Plätze einnehmen, um das Heute und das Morgen mitzugestalten. Wir wollen auch, dass die soziale Wahrnehmung durch das Lesen von Krimis geschärft wird und dass das Publikum, Frauen wie Männer, darin ausgebildet wird, die eigene Welt genauer zu sehen und die dunklen Knoten zu erkennen. In der Praxis führt das zu der unbedingten Forderung, dass ein guter Krimi nicht nur gut geschrieben sein muss und spannend, er muss auch Facetten der sozialen Realität zeigen, die mit der Wirklichkeit des Publikums zu tun haben. Krimis sind also für uns eine Widerstandskultur. Nun ist der Krimi als Genre seiner Natur nach eigentlich sowieso eine Ode an die Aufklärung, an das Hinterfragen des vordergründig Sichtbaren. Es ist eine Fiktion, die die Wahrheit ans Licht holt und die Lüge entlarvt. Unsere Erfahrung in der Praxis in 25 Jahren zeigt unmissverständlich, dass Autorinnen mit politischen Anliegen die einzig interessanten Kriminalromane schreiben. Es gibt da auch eine große, ständig präsente gemeinsame Utopie zwischen all unseren Autorinnen und uns, die auch auf gemeinsamem Zorn gespeist ist, weil alle sehen, wie viel miese kommerzielle Scheiße in Umlauf ist und wollen eine bessere Kultur machen. Brecht sagt, das Neue entsteht, indem das Alte umgewälzt, fortgeführt, entwickelt wird. Also suchen wir speziell Autorinnen, die ein aufklärerisches Anliegen haben. Wie Merle Kröger, deren Krimis sich immer um alltäglichen Rassismus, falsche Glücksversprechen und deutsche Politik drehen. Dabei aber den Fokus aus der Vertrautheit des Regionalen heraus auf Schauplätze überall in der Welt richten. Die Autorin ist eine politische Aktivistin und Dokumentarfilmerin. Ihr Krimi Grenzfall, den wir letzten September rausgebracht haben, ist die fiktionale Aufarbeitung eines wahren Verbrechens von 1992, das hier in Deutschland stattfand und unter den Teppich gekehrt wurde. Grenzfall hat gerade den Deutschen Krimipreis bekommen und ist in der 5. Auflage. Auch die französische Historikerin und Gewerkschafterin Dominique Manotti kommt aus der politischen Arbeit. 2004 hat sie in einem Interview gesagt, es gibt nur noch wenige, die gewerkschaftlich organisiert sind in Frankreich, weniger als 9%. Nach den 10 Millionen Streikenden des Mai 68 und für jemanden wie mich, eine Gewerkschafterin mit Haut und Haaren, die an die Möglichkeit glaubte, dass die große Masse der Arbeitenden sich bewegt, ist das ein harter Schlag. Ich war in diversen politischen Bewegungen aktiv, war lange Jahre Gewerkschafterin, aber als Mitterrand 1981 gewählt wurde, bin ich richtig verzweifelt. Wenn man mehr als 20 Jahre lang aktiv war, hört man nicht von heute auf morgen auf. Aber innerhalb von 2 bis 3 Jahren verließ ich die Gewerkschaft, dann habe ich nichts mehr gefunden, wo ich mich politisch engagieren konnte. Ich habe wieder als Historikerin gearbeitet, allerdings sehr lustlos. Die historische Forschung soll eigentlich dazu beitragen, politische Aktionen zu untermauern. Als sie das nicht mehr tat,
wurde sie mir ziemlich gleichgültig. 1993 kam ich nach Paris zurück, um an einem Artikel zu arbeiten. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren, war müde und konnte nicht unmittelbar anfangen zu arbeiten. So nahm ich recht zufällig ein Buch aus meinem Regal. Es war L.A. Confidential von James Ellroy. Ich hatte bis dahin nichts von ihm gelesen und wusste nichts über ihn. Und dann bekam ich einen richtigen Schock, wie ein Knall. Also las ich alles, was von ihm zu kriegen war. Und als ich die letzte Seite des letzten Buches gelesen hatte, sagte ich mir, wenn man so stark schreiben kann, ist es einen Versuch wert. Ich werde schreiben. Dominique Manotti schreibt, seit sie etwas über 50 ist, und ihre aufklärerische Absicht, ihr politisches Statement, treten in ihren Krimis so unverhüllt und direkt zutage und sind so offenkundig sichtbar. Deswegen nahmen wir nicht an, dass wir im herrschenden Zeitgeist mit ihren Krimis Massen erreichen würden. Und wir wollten ihre zornigen Romans noir trotzdem bringen, aus Idealismus, weil sie so gut sind, weil sie uns so begeisterten und unser Anliegen so gut verkörpern. Im Frühjahr 2010 haben wir dann Letzte Schicht gebracht, als ersten Manotti-Krimi. Ich lese kurz einen Absatz daraus vor, um zu zeigen, wie viel dichteste soziale Realität auf eine Krimiseite passt, wenn man das ganz ernst nimmt. Die Geräusche aus der großen Werkhalle dringen nur sehr gedämpft zu den Frauen. Innerhalb der Blechwände gibt das Klacken des Förderbands ihrem Leben den Takt vor. Klack, das Band setzt sich in Gang, zischen, 2 Sekunden, die Bildröhren rücken vor, klack, stopp. Jede beugt sich vor, die Lötkolben knistern, 1, 2, 3, 4 Punkte, 10 Sekunden, die Oberkörper richten sich auf. Am Ende des Bands Roland, prüfender Blick, ob die Lötpunkte zu korrekt sitzen. Klack, zisch, das Band läuft weiter. Kopf leer, Hände und Augen arbeiten von selbst. Klack, 1, 2, 3, 4. Blick drauf, klack, zisch. Zwischen 2 Röhren, Aishas Gesicht, abgespannt. 20 Jahre, könnte besser gehen. Klack, 1, ging's dir mit 20 besser? 2, schwanger, sitzen gelassen. 3, Mutter, Alkoholikerin, aggressiv. 4, lag dir damals schon auf der Tasche. Blick drauf, klack, zisch. Aisha, leerer Blick, brutaler Vater. Klack, 1, mein Sohn. Hände streichen übers Haar. 2, übers Gesicht, liebevoll. 3, niemals in die Fabrik, nie. 4, lerne, lerne. Blick drauf, klack, zisch. Aisha, die Arbeit, sie kann nicht mehr. Klack, 1, seit dem Unfall. 2, der Unfall, das Blut. 3, überall Blut. 4, der durchtrennte Hals. Blick drauf, klack, zisch. Aisha, voller Blut. Klack, 1, sie hat Angst. 2, ich auch. 3, wir alle. 4, Angst geht um zwischen den Blechwänden. Klack, zisch, Aisha, ihr Vater immer am Rumbrüllen. Klack, 1, greller Blitz bei der Reihe gegenüber, bis zu den Neonröhren. Eine Röhre brennt durch, ein Schrei, der auf dem höchsten Punkt abbricht, fast platzt das Trommelfell. Emilienne ist starr hinten übergekippt. Rolands flache Hand schnellt von selbst zum Sicherheitsknopf, das Band bleibt stehen. Ein Kabel brennt bis hinauf zur Neonleiste, gelb-orange Funken und ein scharfer Geruch nach verbranntem Gummi, Gummi oder etwas anderem zum Erbrechen. Stille. Dominique Manotti führt uns in die Perspektive von unten, ganz dicht ran ans Elend. Hier sind wir direkt am Fließband. Und von da aus entwickelt sich ein beinharter, rasanter EU-Wirtschaftskrimi, dessen realen Hintergrund die Machenschaften um den Verkauf des französischen Staatskonzerns Thomson bilden. Und genauso dicht führt sie an korrupte Politiker heran, an Nazi-Kollaborateure im besetzten Paris oder an überforderte Nachwuchspolizisten im Pariser Aufstand der Vorstädte. Und entgegen unserer Befürchtung erwies sich die brutale Intensität von dieser distanzlosen Schreibweise trifft jetzt einen Nerv. Wir kriegten hymnische Kritiken, der Absatz stieg, Manottis Zorn erreicht die Lesenden. Und es ist gerade das unverblümte Anprangern der Verhältnisse, und zwar nicht als Verschwörungstheorie,
sondern ganz konkret, wer zieht warum welche Strippen und wie fühlt sich der Alltag derer an, die es ausbaden? Da lassen sich viele dunkle Knoten aufspüren. Die Frankfurter Rundschau schrieb, von Manetti-Krimis fühlt man sich aufgeklärt, aber nicht belehrt. Das war als großes Kompliment gemeint. Wir merken insgesamt deutlich bei Ariadne und im Argumentverlag, wie hierzulande jetzt politische, kritische Kriminalromane einen spürbaren Aufschwung erleben, seit die Folgen der großen Krise bei uns ankommen. Lesende, krimilesende Menschen verlangen zunehmend nach Romanen, die kompetent die Machenschaften der Mächtigen aufdecken und skandalisieren, möglichst nah an authentischen Tatsachen dran. Historische Krimis und aktuelle Krimis, die aufspüren, wo und wie die großen Verbrechen geschehen und was das für den Alltag von uns allen wirklich bedeutet. Denn die Krise lässt die Menschen fühlen, dass die Wirklichkeit ein Krimi ist. Wir fahren fort in unserem Abendpanel und wollen uns jetzt der interessanten Frage zuwenden, die Herrschaftsknoten durchschlagen oder auflösen. Und ahnen gleich, es wird wieder konkret, weshalb der Titel ergänzt wurde mit dem Hinweis, dass wir uns dann nämlich erneut inmitten der Widersprüche der praktischen Arbeit befinden. Sibylle Stamm ist Politologin und Mitherausgeberin der Zeitschrift Sozialismus. Sie ist Landesbezirksleiterin von Verdi in Baden-Württemberg gewesen. Okay, noch etwas Schönes, Interessantes aus der Biografie, hat die Streikleitung im Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche in den 84 mitverantwortet, ein Vorsitzender damals der IG Medien in Baden-Württemberg. Sie ist, was ich sehr, sehr toll finde, Landessprecherin der Linken in Baden-Württemberg. Also sie hat den Knoten da durchbrochen und gesagt, ich mache das. Seit der Gründung der Linken dabei, wenn es darum ging, dass die Linke Debatten um Geschlechtergerechtigkeit endlich aus der Nische holt und sie denn, wenn sie denn geführt werden, die wichtigen Debatten um Arbeitsbegriffe und Emanzipation, sie auch nicht wieder sozusagen in Frauenstrukturen abschieben lässt, sondern dass es in der Partei auch wirklich ankommt. Freuen wir uns auf den Vortrag von Sibylle Stamm. Ich beneide Volker Braun und habe es ihm auch selber gesagt, weil er dir so ein wunderschönes Gedicht zum Geburtstag geschenkt hat. Für Frigga Haub von Bert Brecht, schon oft zitiert, den großen Dialektiker, ein Eingangszitat. Métis sagte, es sei vorteilhaft, nicht nur vermittels der großen Methode zu denken, sondern auch vermittels der großen Methode zu leben. Nicht eins sein mit sich, sich in Krisen drängen, kleine Veränderungen in große verwandeln, das alles kann man nicht nur beobachten, sondern auch machen. Man kann mit mehr oder weniger Vermittlungen in mehr oder weniger Zusammenhängen leben, man kann eine dauernde Veränderung seines Bewusstseins erzielen und anstreben, indem man sein gesellschaftliches Sein verändert. Frigga Haug versucht beides, nach der großen Methode zu denken und zu leben. Das ist anstrengend für sie und ihre Umgebung. Frigga ist Feministin, die Katja hat darauf heute schon hingewiesen. Das ist gut so. Ich sage das wegen der Seelenverwandtschaft. Sie gilt darüber hinaus als marxistische Feministin und hat jahrzehntelang versucht, Feminismus und Marxismus in Einklang zu bringen. Lobenswert. Dennoch bleibt die Erfahrung, die ich selber kenne, dass erstens Feminismus und zweitens Marxismus in breiten Teilen der Bevölkerung, in den Gewerkschaften und in der Wissenschaft kritisch bis verächtlich betrachtet werden. Bei Feminismus erhebt sich in der Fantasie der Menschen
sofort die ungeliebte Alice Schwarzer. Und beim Marxismus die böse, alte, autoritäre DDR. Beides zusammen ist Teufelswerk oder treffender ausgedrückt Hexenwerk. Dass Feminismus und insbesondere marxistischer Feminismus mit realen Utopien und Wissenschaft zu tun hat, ist richtig, aber kein gesellschaftlich verbreitetes Wissen. Das muss verändert werden. Marxistischer Feminismus beschäftigt sich zentral, und auch das wurde heute schon gesagt, mit Arbeit und dem Zusammenhang von Arbeit und Zeit. Kein Gegensatz, weil Arbeit oder vielleicht besser Tätigkeit nur in der Zeit stattfindet. Das ist einer der wichtigen Kernpunkte der vier in einem Perspektive. Ich habe Frigga über die Literatur, wir kennen uns noch gar nicht so lange, das Projekt Automation und Qualifikation im Argument Verlag kennengelernt. 15 Bände. Über 15 Jahre. Sind es noch mehr? Weniger? Also 15 Jahre stimmt, 11 Bände. Okay. Ende der 70er Jahre war ich in der IG Metall Verwaltungsstelle Nürnberg zuständig für Technologiepolitik. Die ersten numerisch gesteuerten sogenannten CNC-Maschinen, Werkzeugmaschinen waren bei MAN produziert in Nürnberg und aufgestellt, und wir diskutierten im CNC-Arbeitskreis über die Auswirkungen für unsere Facharbeiter. Gefährdung oder Chance für die Kollegen, das waren damals die entscheidenden Fragen. Es ging darum, Gestaltungsanforderungen für interessenbezogenes, betriebliches Handeln zu entwickeln. Zwei wissenschaftliche Arbeiten waren einer, sage ich jetzt mal, oder zwei unserer Diskussionsgrundlagen, die Analysen von Kern Schumann vom SOFI in Göttingen zu Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein und die Forschungsergebnisse des Projektes Automation und Qualifikation, das 1972 unter der Leitung von Frigga Haug startete. Es ging um die berühmte Polarisierungsthese von Kern Schumann aus Göttingen. Ihre Argumentation, der Einsatz der neuen Technik in den Betrieben führe im Bereich der Facharbeiter und Facharbeiterinnen zu einer Entwicklung, die wenige Facharbeiter höher qualifiziert und die Mehrheit der Facharbeiter dequalifiziert. In der Folge natürlich, und das war die Schlussfolgerung, weswegen auch die IG Metall, in der ich damals hauptamtlich arbeitete, dieser These den Vorzug gab, Kern Schumann behaupteten in der Folge, weil das Herzstück, die Facharbeiter, der Kampfkraft der IG Metall war, wenn die abnehmen täten und ihre Qualifikation senke, dass die Kampfkraft der IG Metall im Sinken eingeschränkt wäre, zumindest. Das Projekt Automation und Qualifikation hielt dagegen, und ich zitiere jetzt Frigga Haug, Voraussetzung für das Beherrschen einer automatischen Anlage ist also die genaue Kenntnis des Zusammenhangs der regulierten Größen. Der Maschinenführer muss die Unstimmigkeiten des Gesamtprozesses von nur wenigen Variablen her erschließen und die Kombinationsmöglichkeiten von vielen Variablen im Kopf haben und durchspielen können. Er ist also durch nichts schlechter beschrieben als durchs Knöpfchen drücken. Es kann durchaus passieren, dass er stundenlang nichts zu tun hat, weil die Automatik reibungslos funktioniert. Dann jedoch ist er plötzlich gezwungen, blitzartig sein gesamtes Wissen über einen komplizierten Natur- und Maschinenprozess zu mobilisieren und regelnd einzugreifen.
Es können dabei immer wieder neuartige Fehler auftauchen. Routine ist nur beschränkt möglich. Die Arbeit ist also schöpferisch. In dem Sinne, dass immer wieder neuartige Lösungen gefunden werden müssen. Diese Analysen stützten die praktischen Erfahrungen, die wir vor Ort hatten. Sie machten es vor allen Dingen wesentlich stärker gegen diese Totschlagsthese, dass die Facharbeiter dequalifiziert würden, anzugehen. Das Projekt der Automation und Qualifikation hatte einen entscheidenden Vorteil. Vor technikzentrierten Forschungsarbeiten in Kooperation mit der kritischen Psychologie wurde die Frage des handelnden Subjekts, der Menschen also, die mit der neuen Technik arbeiteten, zu einer zentralen Frage neben dem Grad der Naturbeherrschung oder der Vergesellschaftung. Die IG Metall setzte in ihrer praktischen Politik auf die Polarisierungsthese und das 15 Jahre dauernde Forschungsprojekt Automation und Qualifikation, Arbeitswissenschaft und Arbeitsforschung im besten Sinne, war in den Gewerkschaften, solange ich es erlebt habe, unterbewertet. Vielleicht auch, weil die Ergebnisse auf die Widersprüche in der Entwicklung von Arbeit und Technik aufmerksam machten, auch auf die Chancen der neuen Entwicklung, und mit Widersprüchen umzugehen, war noch nie die Stärke der Gewerkschaften. Zwischen den beiden Positionen in der Arbeitswissenschaft entwickelte sich aber letztlich ein neues Technikverständnis, das die aktive Einflussnahme auf technische Entwicklungslinien als notwendig und möglich begriff. Frigga Haugs Projekt formulierte früh Anforderungen an eine partizipative Politik zur Technikgestaltung. Die Betroffenen sollten selbst bestimmen, wie sie in Zukunft leben und arbeiten wollten. Das war Ende der 70er Jahre. Zitat: Ein Wettbewerb um eine alternative Produktpalette, um eine nicht auf quantitatives Wachstum orientierte Politik, um Maßstäbe des sozialen Lebens, um eine wünschbare Arbeit, bezogen auf Zeit, Raum, Inhalt und Entlohnung, sollte in unserem Lande angezettelt werden. Zitat Ende. Verbunden mit der Frage, worauf wir verzichten können, war das Ende der 70er Jahre eine absolut avantgardistische Position. Tatsächlich endeten die Versuche, durch tayloristische Strategien der Polarisierung der Belegschaften große Rationalisierungserfolge einzufahren, meist in Misserfolgen. Das Projekt Automatisierung und Qualifikation wurde in seiner differenzierten Analyse bestätigt durch die Praxis. Nicht zunehmend hierarchisch organisierte Arbeitsteilung setzte sich durch, sondern die Tendenz zu flacheren Hierarchien und Gruppenarbeit. Warum dieser Ausflug in die Arbeitsforschung? Erstens, weil Frigga Haug auf diesem Feld nahezu, liege ich jetzt richtig, 20 Jahre lang theoretisch und praktisch aktiv war, hilfreich für Tarifpolitikerinnen wie mich und viele andere. Auch hier wieder die Erfahrung, dass genau hinschauen die Widersprüchlichkeit von technologischen Entwicklungen, von Arbeitsprozessen und damit auch die Chancen für die arbeitenden Menschen erkennend durchaus lohnend ist. Zweitens, weil für marxistisch gebildete Feministinnen Arbeitsforschung sozusagen zur Grundausstattung gehört. Frauenpolitik geht nicht ohne Erforschung der Arbeit, der Tätigkeiten und natürlich auch der Erforschung, was heute schon oft genannt wurde, der verborgenen Produktivität der Frauenarbeit. Das zieht sich wie der berühmte rote oder Ariadne-Faden durch Friggas wissenschaftliche und praktische Politik. Ein Strang der vier Stränge, die Frigga uns heute früh dargestellt hat,
als wesentlichen Bestandteil des kapitalistischen Herrschaftsknotens ist der Kampf um die Produktivität unter Ausbeutungsbedingungen immerwährend. Eindrucksvoll für mich das Zitat von Rosa Luxemburg, dass die Arbeiterklasse, insbesondere die Gewerkschaften, nie unterhalb des Kräfteverhältnisses agieren dürfen. Es ist höchste Zeit für mehr Radikalität der Gewerkschaften hierzulande, insbesondere in der Frage der Zeit und der Arbeitszeit. Wann muss ein Herrschaftsknoten durchschlagen werden? Wann und wie lange müssen wir listig, professionell und immer das Fernziel im Auge, die Auflösung betreiben? Es ist heute schon öfter zitiert worden, ich sage jetzt mal, Alexander, der fröhlich das Schwert, mit dem Schwert den kunstvoll geflochtenen Knoten durchschlug, hatte viele Vorgänger, die versuchten, den gordischen Knoten zu lösen. In der Wissenschaft nennt man das heute Transformationsprozesse. Die Frage, den kapitalistischen Herrschaftsknoten durchschlagen oder lösen, assoziiert eine alte Frage der Arbeiterbewegung, Reform oder Revolution. Das ist heute nicht mein Thema. Dennoch, allein mit Reformismus, den ich als Gewerkschafterin gut kenne, geht es eben auch nicht. Es gibt die Notwendigkeit einer radikalen Infragestellung der Herrschaftsverhältnisse und dafür sind Umwälzungsprozesse notwendig, wie Frigga Haug sie immer eingefordert hat. Frigga sagt, man müsse die großen vier Stränge im Herrschaftsknoten, um sie aufzulösen, gleichzeitig in Bewegung bringen. Ich zögere. Meine gewerkschaftliche Erfahrung basiert auf der Ungleichzeitigkeit politischer Entwicklungen und, wie lehrt Rosa Luxemburg, die Kunst, Politik zu machen, besteht darin, basierend auf einer sorgfältigen Analyse, die Gelegenheit einer schrittweisen Veränderung der Kräfteverhältnisse zu unseren Gunsten beim Schopfe zu fassen. Ein Beispiel: Als wir in Baden-Württemberg an den vier Universitätskliniken bei einem Organisationsgrad von gerade mal 13%, jeden Metaller würde es da schütteln, weil ich habe gelernt, unter 50% Organisationsgrad darf man gar nicht erst anfangen, an Streik zu denken. Wir begannen bei einem Organisationsgrad von 13% einen unbefristeten Erzwingungsstreik, keinen Warnstreik. 2 Wochen lang, listig und unberechenbar, streikten wir und gewannen. Es ging um Tarifbindung, Geld und Zeit. Da fragten die Journalisten in der Pressekonferenz, wie wir das geschafft hätten. Eine gute Vorbereitung, kämpferische Belegschaften und, habe ich gesagt, als Verhandlungs- und Streikführerin, wir hatten Kairos an unserer Seite. Wer ist Kairos? Fragten die Journalisten. Kairos ist der Gott des günstigen Augenblicks. Ihr kennt das Bild, wenn er dargestellt wird aus der griechischen Mythologie, der hat hier vorne einen Schopf und wenn man nicht ganz schnell zugreift, kann man ihn nicht erwischen. Nicht in dem Sinne, dass der Zufall die Streikgeschicke und das Ergebnis bestimmten, sondern genau im luxemburgischen Sinne, den uns Frigga Haug in seiner Dialektik immer wieder nahe bringt, den richtigen Zeitpunkt erkennen, wann ein Herrschaftsverhältnis, ein Herrschaftsknoten durchschlagen werden muss oder aufgelöst werden kann, um das Kräfteverhältnis neu zu justieren. Allerdings bedingt diese Art, Politik zu machen, ein hohes Niveau der Analyse der Stärken und Schwächen des Gegners und der eigenen und viel Mut. Frigga hat das in ihrem Buch über Rosa Luxemburg, was ich für eines ihrer besten Bücher halte, wenn ich das
für mich mal sagen darf, im Kapitel Revolutionäre Realpolitik sehr gut herausgearbeitet. Der DGB, und da kenne ich mich aus, sollte das mutig beherzigen. Bert Brecht lässt den Philosophen Metis sagen, die leidenschaftlichen Menschen finden in der Ruhe keine Ruhe, sondern nur Bewegtheit. Frigga ist ein solcher Mensch. Das kann auch lästig sein. Jede Stunde Freizeit müssen wir Dialektikfrauen uns in unserer jährlichen Arbeitswoche, Klammer auf, Luxus im Kopf, Klammer zu, und hier sind ja eine ganze Reihe der Frauen dabei, erkämpfen. Frigga ist eine Person voller produktiver Unruhe, voller Anforderungen, und Frau braucht durchaus Kraft, um diesen Anforderungen und Forderungen manchmal zu widerstehen. Freundschaftlich zugeneigt, aber energisch. Heinrich von Kleist beschreibt in seinem schönen Essay über das Marionettentheater trefflich den Vorgang über die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Reden. Natürlich ist alles gedacht oder halbgedacht im Kopf. Eine Attitüde von Frigga kennen wir gut, wie sie sich selbst beim Reden unterbricht. Nein, das führt so nicht weiter. Oder ich muss das anders ausdrücken. Oder wir müssen das anders denken. Oder Ähnliches sagt, eine kleine Denkpause macht und dann weiterredet. Was sie dann sagt, ist meistens nachdenklich, gleichzeitig vordenkend, Widerspruch, herausfordernd, produktive Unruhe in den Köpfen erzeugend. So können Gedanken beim Reden, die beim Reden entstehen, auch in den Köpfen der Zuhörenden entstehen. Dieser Prozess ist anstrengend, wenngleich, wie Melanie schon gesagt hat, durchaus lustvoll, erkenntnisreich, widersprüchlich. Ich wünsche mir, dass ich das noch oft erfahre. Dankeschön. Und kein Geburtstag ohne Geschenke. Die Dialektikfrauen haben sich, wir haben uns zwei Dinge ausgedacht. Das eine ist die schönste Ausgabe von Kleist über das Marionettentheater, das ist auch ein Kunstwerk der Drucker und Papierverarbeitender. Da kannst du noch mal nachlesen, was mit dir passiert, wenn du beim Reden Gedanken verfärbst. Und das zweite ist etwas sehr Besonderes, was zu tun hat mit deiner Arbeitsforschung. Die Ulrike und ich haben eine Ausstellung eines der bekanntesten Arbeiterfotografen, Werner Bachmeier, im Lager Mörster in der Bildungsstätte von Bali eröffnet, vor wenigen Wochen. Und dieses Bild haben wir dem Werner abgelobt. Es ist das Bild, was zeigt, wie, also es ist nicht, weil es ein schöner Mann ist, der ist nicht besonders schön, aber es zeigt zum Thema Arbeitsforschung, dass einer, der einen Produktionsprozess beobachten muss, hochkonzentriert ist und mit nicht nur den Knopf drückt. Und Ulrike und ich haben gemeint, das wäre ein schönes Geschenk für deine Antipolarisierung. Es ist auch persönlich von Werner signiert. Vielen Dank, Sibylle Stamm. Wir wollen jetzt das Aktivitätsfeld vom Podium in den gesamten Saal verlegen. Sibylle Stamm hat ja schon so etwas entwickelt, was wir sozusagen aus den Impulsen von Friggers Arbeit, aber auch aus den Impulsen heute für unsere
analytischen Überlegungen, weil wir gemerkt haben, das ist offenbar wahnsinnig wichtig, mit viel Lernen, mit Mühe und auch mit Lust verbunden und was wir auch in unsere politische Arbeit mitnehmen können. Was begleitet uns sozusagen vom Leben und vom Werk Frigga Hauks? Und wir wollen sozusagen beteiligungsorientiert hier weitermachen und alle sollen sozusagen aktiv in die Würdigung mit einsteigen. Und ich übergebe dafür die nächste knappe Stunde an Katharina Pühl und an Silke Feeth. Sie werden auch noch erläutern, was jetzt sozusagen passiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Referentinnen, bei Lesenden, bei den Organisatoren des Symposiums. Und ich wünsche uns jetzt allen ein sehr, sehr interessantes Finale dieses Symposiums zu Ehren des 75. Geburtstages von Frigga Hauk. Also, wir begrüßen euch zur letzten Runde und weil jetzt sehr viel von hier vorne gesagt worden ist und das ja in der Regel manchmal auch passivierende Wirkung hat, haben wir gedacht, zum Schluss drehen wir den Spieß um und laden euch ein, Frigga ein kollektives Geschenk zu machen. Zunächst mal wollen wir uns aber ganz kurz vorstellen. Silke Feeth ist Referentin für internationale Politik und soziale Bewegung hier an der Stiftung und derzeit auch stellvertretende Direktorin der Akademie für politische Bildung und hat sich lange auch feministisch in Diskussionszusammenhängen verschiedenster Art bewegt. Unter anderem kennen wir uns seit langen Jahren auch aus Diskussionsgruppen zu feministischer Ökonomiekritik. Genau. Ja, danke Katharina. Ja, wie gesagt, Katharina Pühl, eine meiner nettesten Kolleginnen hier im Haus. Katharina ist Referentin für feministische Kapitalismus und Gesellschaftsanalyse am fast gleichnamigen Institut für Gesellschaftsanalyse und hat, bevor sie hier gearbeitet hat, sich lange Jahre, da kenne ich sie auch her, in und außerhalb von Universitäten zu feministischer Kritik am Neoliberalismus beschäftigt. Ja, was kommt jetzt? Ihr seid sicherlich schon sehr gespannt. Katharina hat es ja schon angesprochen. Wir würden jetzt gerne am Ende dieses Tages Frigga noch ein kleines Geschenkpaketchen schnüren. Dazu würden wir euch bitten und wir würden uns sehr freuen, wenn diejenigen, die sich draußen einen Kaffee holen, vielleicht auch wieder reinkommen und sich etwas auch weiter nach vorne setzen. Unser Vorschlag ist nämlich jetzt, dass ihr euch zueinander dreht und dann zusammen nach hinten dreht. Kleine Diskussionsründchen von 4 bis 6 Personen, ich sehe schon das Stirnrunzeln hier, bildet und euch ein paar Minütchen, nicht lange, zur folgenden Fragestellung auseinandersetzt. Ja, die Fragen, die heute schon angesprochen worden sind und jetzt zuletzt auch von den Panelistinnen auf dem Podium, die wollen wir euch jetzt nochmal anheimstellen. Also welche Ideen und Bilder aus Friggas Arbeit oder Arbeitszusammenhängen rundum mit Frigga sind für eure eigene Arbeit wichtig gewesen? Was heißt nach hinten? Also welche Ideen und Bilder aus Friggas Arbeit oder Zusammenhängen, in denen ihr mit Frigga wart, sind für eure eigene Arbeit und für eure eigene Entwicklung, Sicht auf Gesellschaft, Entwicklung von politischen Standpunkten wichtig und anregend? Jetzt sind es gewesen oder sind es im Moment? Und was braucht es, um den Herrschaftsknoten aufzulösen? Wir haben schon ein paar Ideen dazu gehört, aber sicherlich habt ihr auch noch andere. Und vor allen Dingen aber, damit es sozusagen nicht eine Vergangenheitsperspektive ist, was davon wollt ihr in die Zukunft mitnehmen? Oder was steht an, dass man es sozusagen weiterträgt? Das sind Fragen, die wir euch bitten, miteinander zu erwägen und euch jetzt geschickt irgendwie so zu gruppieren, dass ihr in kleinen Runden reden könnt
und nach einigen Minuten würden wir das gerne von euch abholen wollen in Form eines kurzen Statements von einer Person aus der Gruppe, die Essenz gewissermaßen dessen, was ihr da zusammen überlegt oder zusammengetragen habt. Wir melden uns dann wieder und fragen das bei euch ab und notieren das auf Kärtchen. Und diese Kärtchen kriegt Frigga am Ende mit. Was die Essenz eurer Diskussionsrunde war? Oder? Nein, ihr müsst nicht in einem Satz sagen. Ihr könnt sogar darauf bestehen, eure Diskussion bei euch zu lassen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ihr euch uns teilhaben lassen könntet. Essenz natürlich, damit das hier nicht ins Unendliche geht und wir zum Alkohol übergehen können. Aber wenn es viel zu sagen gibt, ich würde sagen, lass uns einfach mal anfangen. Hier. Vielleicht stellt ihr euch kurz noch mal vor, damit wir wissen, wer redet. Ursula Schröter. Wir sind beeindruckt von Friggas Überlegungen, Patriarchat und Kapitalismus zusammenzudenken. Und ich für meinen Teil wollte hinzufügen, Patriarchat funktioniert aber auch ohne Kapitalismus. Und das ist der Punkt, der mir heute etwas zu kurz kam. Also ich konnte in der Gruppe noch gar nicht sagen, was ich sagen wollte. Ich bin von Geburt und Geblüt ein bayerischer Macho. Ich bin in Bayern aufgewachsen und ich habe vor 30 oder 40 Jahren von Frigga gelernt, was mich zutiefst beeindruckt hat, nämlich ein Marxismus, der nicht feministisch wird, ist zum Scheitern verurteilt. Also für mich ist als bleibende Erinnerung oder immer wieder lebendige Erinnerung der Satz, der heute natürlich auch gefallen ist, der ist nicht Originalton Frigga Haug, aber der hat mich in den 68ern deswegen so überzeugt, weil Frigga den nicht nur sagen konnte, sondern ausführen konnte. Und das konnte ich immer wieder erleben. Das ist der altberühmte Satz, Veränderung geht nur im Zusammenspiel zwischen Selbst und Weltveränderung. Und das hat Frigga immer wieder praktiziert. Ich wollte noch sagen, die Tragödie meines Lebens ist, dass dieses Wissen, das ich so vor 30 bis 40 Jahren von Frigga erfahren habe, unter den männlichen Marxisten immer noch den Status eines Elitewissens hat. Status eines Elitewissens. Für mich war jetzt heute diese Diskussion um den Herrschaftsknoten insofern wichtig, als ich gelernt habe, dass ich mich auf das Zerschlagen des Herrschaftsknotens einrichten muss. Aber der Maulwurf, wann der stößt, weiß man nicht. Und gleichzeitig möchte ich auf dem kulturellen Feld und dem Bildungsfeld im Geiste von Frigga verändern, helfen und bilden helfen und mich damit auch zu emanzipieren. Weiter, noch einen Schritt. Sollen wir jetzt alles wiederholen, was wir hier in der kleinen Gruppe gesagt haben? Na gut. Ich hatte drei Punkte, also es dauert länger. Das eine war, ich hatte bei Elmar promoviert und der hat immer die große Globalisierung dargestellt und dann passierte ganz viel mit den Frauen, meistens Schlechtes. Das hat sich alles so auf sie ausgewirkt, es war schlimm. Und zum Glück habe ich Frigga kennengelernt und dann konnte ich begreifen, dass da sie natürlich genau wie wir alle Subjekte darin sind und
konnte auch begreifen, dass das sozusagen so ableitungsmäßig natürlich nicht funktioniert, sondern Geschlechterverhältnisse immer schon konstitutiv in Produktionsverhältnisse, in Produktionsweise an für sich eingehen, ihnen genauso voraussetzend sind wie umgekehrt. Das heißt also, Veränderungen von Arbeit und sonst was auch nur zu verstehen sind, wenn man auch Veränderungen von Geschlechterverhältnissen nicht nur mitdenkt, sondern schon auch vorne wegsetzt, zum Beispiel, also im Wechselverhältnis denkt. Und dann von da aus für die politische Arbeit und unsere Transformationsforschung haben wir gelernt, eben Veränderungen eben nicht nur von der Arbeit im Sinne von Lohnarbeit zu denken, sondern die Fragen zu verschieben, mit Blick auf mal von der Reproduktion von Gesellschaft auszugehen, was wir versuchen stark zu machen, und zwar nicht nur Reproduktionsarbeit, sondern insgesamt einen Blick drauf. Und das Dritte, was ich sagen wollte, war sozusagen, dass es auch auf einer persönlichen Ebene viel gebracht hat, nämlich mit dem Blick auf Liebesverhältnis, Ähnliches. Und da gab es von Frigga mal so einen Satz, mit den Fesseln nicht die Hoffnung wegzuwerfen. Und das fand ich sehr eindrücklich für mich, weil sozusagen man die alten Ehe-Familienverhältnisse, die wollten irgendwie loswerden, aber was dann irgendwie Anything Goes oder Lebensabschnittspartner und so ein Mist, war irgendwie auch nicht das, also dass die neuen Formen erst noch gefunden werden müssen, in dieser Dialektik weiterzumachen. Dankeschön soweit. Ich gehe mal hier rüber, weil ich weiß, dass auch hier diskutiert wurde. Ich gebe das Mikro jetzt mal einer Frau, die noch nicht geredet hat. Ja, danke. Also wir haben auch diskutiert und wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns nämlich versucht, die Gedanken, die Erinnerungen, die wir so an Frigga und auch an das Arbeiten mit Frigga und das Lesen ihrer Gedanken irgendwie was, ja, haben wir zusammengetragen und wir haben das versucht in einen Satz irgendwie zu bringen oder vielleicht ist es auch eher ein Motto und das habe ich jetzt aufgeschrieben und lese es mal kurz vor. Und zwar ist es: Bleibe widerständig, heiter und ausgelassen, zweifel immer an allem und genieße dabei stets eine gute Flasche Wein und einen Krimi. Bitte selber nochmal aufschreiben, es konnte so schnell nicht mit stenografiert werden. Noch eine andere aus der Gruppe? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir bedanken uns für euer Engagement in der letzten halben Stunde und würden gerne das Mikrofon noch für die letzten Worte nochmal an Frigga geben. Ein Wort, ihr seid doch vermutlich auch alle ganz furchtbar erschöpft und überstrapaziert. Also ein Wort, ich wandle es auch von Brecht ab, der etwas arrogant am Ende seines Lebens sagte: Ich habe euch Ratschläge gegeben, ihr habt sie angenommen. Das macht mich glücklich, das jetzt schon übersetzt auf mich. Es macht mich glücklich, dass ihr so viele von meinen Ratschlägen angenommen habt. Und gleichzeitig habe ich jetzt heute nochmal nachdrücklich gelernt: Natürlich haben wir das alles immer zusammen gemacht und zusammen gelernt und zusammen gedacht. Und ich war niemals außerhalb einer Gruppe, sondern immer mit euch zusammen. Also das hat es mir nochmal nachdrücklich gezeigt, so ist es richtig.